letzten Folge. Dann muss ich das jetzt alleine machen. Nee, das musst du, wenn ihr euch trennt, weißt du schon, dass du das dann für deinen Teil immer machen musst. Ich protestiere. Kannst du nicht. Da muss ich mir mal überlegen, was ich das letzte Mal gemacht habe. Da weiß ich auch heute nicht mehr. Ja, du. Also in der letzten Folge. Ich guck mal schnell nach, ja. Das ist ein guter Plan. Sonst muss hier steht noch was mal von, wir haben gar nicht so viel gemacht. Genau, haben wir auch nicht. Sophie hat einen Windling in der Bibliothek getroffen und kurz mit dem gelabert. Ich habe Suppe gegessen. Du? Wieso hast du Suppe gegessen? Ah ja, genau. Du hast Suppe gegessen, weil du tot warst. Die Polizei war bei dir. Ja, aber nicht wegen mir. Ja, natürlich nicht. Du bist ein aufrechter Bürger und hast nichts zu befürchten. Genau. Und dann war noch, hier steht Dingens, Sophie macht voll das krasse Beef und Battle mit dem Sommerorakel über Eshu verteilt, weil sie unbedingt den beleidigen will. So habe ich das verstanden, ne? Hat ja nichts getan und sie will ihn einfach voll wegsmacken. So war es doch, oder? Sie war ein bisschen passiv-aggressiv, ja. Siehste? Genau, passiv-aggressiv ist die. So wie es der Winter nun mal ist. Also ich habe gedacht, jetzt sag mal hier was über Frauen. Ja, auch das. Aber sind Frauen nicht mal eiskalt im Herzen wie der Winter? Willst du uns von deinen herzensbrechenden Frauengeschichten erzählen? Nö, lass mal, das ist, wenn ich über was Kaltes reden will, dann rede ich über ein leckeres Bier. viel Spaß und bleib geil oder so. So. Pass auf. Mir geht's immer noch schlecht, sagst du. Ich werde vielleicht gucken, wie weit wir springen können. Oh, das ist nicht gut. Also 3-4 Tage können wir auf jeden Fall nach vorne. Na guck. Das ist wieder auf jeden Fall der Zeit, dass ich Tim besuche. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da. Dann können wir tatsächlich nur so 3 Tage vor. Ja, Sekunde. Ist ein Sonntag. Pass auf. Das wäre dann der letzte Tag der Woche, weil du bist ja jede Woche zu ihm. Es ist aber noch quasi so, dass du dich am Samstagabend natürlich irgendwann, du bist ja eh viel am Schlafen zurzeit, weil klar bist du jetzt schon einigermaßen genesen, aber halt noch nicht vollständig. Und deswegen natürlich viel Zeit im Bett und wenig Bewegung. Und eine gute Suppe. Und die feinste aller Suppen. Und Halsschmerzmittel. Entschuldigung, was? Und Halsschmerzbonbons und so weiter. Warum? Naja, weil der hat ja doch irgendwie wehtut, wenn er durchgebissen wurde. Ich bin ja. Sei doch mal ruhig, Junge. was ich mal so meinte. Im bettlägerigen Dämmerzustand bist du irgendwann in den Traum übergeglitten. Du stehst vor einem kaum sichtbaren, weil von Ranken und Dornen voll Rosenblüten und anderem Gezücht verdecktem Schlosse neben dir läuft ein junger Mann auf und ab. Er hat dunkelbraune, kastanienbraune Haare in einem schönen Pagenschnitt. Er trägt einen blauen Hut mit einer langen Feder daran, einen ebenso farbenen Umhang. Wenn du die Frage stellst, der ist himmelblau und allgemein doch recht teure adlige Gewandung und er scheint tief in Gedanken versunken. Herr, was bedrückt euch? Oh, ein einfacher Wandersmann. Ich weiß nicht, ob... Was soll's? Es ist so, ich wollte da hinein, um die Prinzessin zu retten, aber jetzt, wo ich hier stehe, kommen mir Zweifel. Warum? Na, natürlich möchte ich dieses magische Gewächs hier mit meiner edlen Klinge zerschneiden und ich möchte in den obersten Turm. Ich nehme doch mal an, es ist immer der oberste Turm. Also da möchte ich gern hingehen, um der Holden, also um sie zu retten. Aber wie mache ich das, ohne ihr das Gefühl zu geben, sie müsste gerettet werden, weil sie ist ja eine starke, selbstbewusste Frau, die den Alltag und die Herausforderungen selbst meistern kann. Moment.
Und dann noch schlimmer, denn nehmen wir an... Sie ist doch gefangen, oder? In dem... Ja, so scheint es, aber dennoch kann ich ihr ja nicht sagen, ich bin hier, um dich zu retten. Das scheint nicht zeitgemäß. Aber noch viel schlimmer, selbst wenn ich das hinbekäme, soll sie ja trotzdem wissen, dass ich sie deswegen immer noch feminin, hübsch, als wahre Schönheit empfinde. Aber auch, dass ich sie nicht darauf reduziere, dass es nicht das ist, was sie ausmacht. Was also tun? Wie soll ich das angehen? Mach dir erstmal wenig Gedanken. Und dann, nun, diese liebreizende Dame wird sicherlich, wenn sie denn da oben wartet, sich über Besuch freuen. Ich gehe mal also als ein Besucher. Genau, du bekommst erstmal als Besucher. Und wenn du dann eine missliche Lage erkennst, über die sie sich beklagt. Sich ja durchaus selbst befreien könnte, weil sie aber mit heißen beiden Füßen fest auf dem Boden steht. Karriereorientiert. Kannst du sie ja unterstützen. Was ja für mich auch kein Problem ist. Keineswegs will ich irgendwie den Eindruck vermitteln, ich bräuchte jemanden für Haus, Hof, Kinder, Bett, Küche. Hinter jeder starken Frau steht ein starker Mann, der sie unterstützt. Das kann ich so nicht sagen, dann komme ich doch direkt... Nein, das musst du so nicht sagen. Das ist doch ganz einfach. Du gehst hin, kommst als Besucher, siehst, dass sie eine missliche Lage hast, hörst sie ihre Bedenken an und unterstützt sie. Hilfe zur Selbsthilfe oder wie das ist, ihr anzuhelfen. Wenn sie fragt, ist es ja immer noch ihre freie Entscheidung, das zu tun. Auch eine starke Frau möchte gerne mal beschützt werden. Du scheinst mir ein kühner Wandersmann. Nun, ich helfe halt gern. Ja, nur ich bin immer noch so verwirrt. Vielleicht werde ich es so angehen als Besucher, ja. Als Freund. Als Weggefährte. Als Weggefährte, ja. Ja, wo landen? Er tritt etwas zögerlich auf den Rankenbewuchs zu, ergreift sein Schwert und mit einem grazilen, wohlgeübten und formvollendeten Hieb zerschneidet er Teile dieser grünen Seuche. Heraus springt Miriam und beißt ihm den Kopf ab. Dann reißt sie seinen Brustkorb auf und isst sein Herz. Das Blut fließt ihr in Strömen aus den Mundwinkeln. Ich nehme sein Schwert und renne. Na, dazu müsstest du erst auf ihn zu, wo sie ist, um das Schwert aufzuheben. Das ist nicht so weit von ihm gefallen. Ja, aber sie ist ja beschäftigt. Mhm. Sag mal, was hast du eigentlich so in Entschlossenheit? 2. Sehe ich nicht kommen. Du rennst also ohne Schwert. Habe ich ja die ganze Zeit schon gesagt. Also ja, hast du ja auch gesagt. Eben. Alles andere wäre ja durchaus lächerlich. Ich gehe doch nicht in ihre Gegenwart. Das wäre unvernünftig zu tun. Unvernünftig. Es geht darum, dass man sich das nicht traut. Es geht darum, dass man ja wissen muss, wie man da hier wegkommt. Wenn du den Saum des Waldes erreichst und das erste Mal über eine feiste Wurzel stolperst und mit dem Gesicht im Matsch inmitten von wunderschönen Kastanien endest, da schreckst du aus deinem Bett hoch. Dein Gesicht tut sehr weh, wie als wärst du volle Blut in Kastanien gefallen. Deine Nase blutet auch ein bisschen. Schön. Ich sollte mir abgewöhnen zu träumen. Was ziemlich tödlich wäre für mich, glaube ich. Aber Kastanien, dann war das ja schon quasi Herbst in dem Wald.
Ja, war's. Faszinierend. Gar nicht Sommer, das ist ja schon mal positiv. Es dauert wohl eine Weile, bis das irdische Feentreiben vollständig in den Traum übersickert und dann dort anfängt zu wirken. Jedenfalls. Dann habe ich noch anders, Hoffnung. Anders. Es ist das eine, in die Freistadt, also an den Hof zum Beispiel zu gehen. Du betrittst dann das äußere Ende des Traums, das den Übergang quasi überschreitest du zwischen Menschenwelt und Traum. Und als du zum Beispiel mit Sophie unterwegs warst beim Drachen Suldra, warst du schon etwas tiefer drin, aber es ist immer noch die äußerste Schale. Wenn du träumst aber, dann bist du deutlich tiefer drin. Deswegen dauert das noch auch nur so kurz jedes Mal und deswegen kann es da sehr viel anders zugehen schon als in der Freistadt. Sehr viel anders als hier. Okay. Faszinierend. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen auf der einen Seite bin ich ängstlich, weil Miriam da war. Ist halt schon doch ein bisschen beängstigend. Auf der anderen Seite ist es halt schön zu wissen, dass da das Rad sich noch dreht. Ist irgendwie beruhigend auf der anderen Seite. Allerdings, wenn ich dann noch träume und es ist dann bald Winter und dann, oh Gott, dann noch ein bisschen. Ich mach mir Frühstück. Oh, nee, warte mal, da haben wir es. Ist Frühstückszeit? Dann mache ich mir Frühstück. Ansonsten mache ich mir eine heiße Schokolade und leg mich wieder hin. Frühstückszeit. Ausgezeichnet, mach Frühstück. Dein Fluch endet bald, ne? Mein Fluch endet bald? In so 3 Wochen. Yay! Bald, demnächst. Aber immerhin. Demnächst. Und du hast noch 2-mal Tim. Genau. Ich hab doch seine Handynummer, ne? Das ist. Du hast seine Handynummer letztes Mal. Ja, genau, die hattest du ja von Dings, ja. Dann schreibe ich ihn einfach mal an, ob ich nicht auf ein Bier vorbeikomme. Keine Antwort. Ja, es ist heute noch morgens, aber so ist halt so ein. Das ist auch viel zu früh, um den das jetzt zu schreiben. Ich schreibe ihm später dann. Naja, ich dachte, wann stehst du denn auf? Immer früh morgens? Ach so, du bist ein Einzelmädchen. Ja, ja, eben. Ich stehe um 6 auf. Ja, gut. Und das ist schon spät, weil um 4 wurden die Kühe gefüttert damals. Ja. Aber ich bin krank, deswegen darf ich um 6 aufstehen. Ja. Das klingt jetzt so, als wenn du mir nicht glauben würdest. Bitte dich. Ich glaube dir das zu 100%. Du bist ein verkacktes Einzelmännchen. Siehste. Dann wird erstmal, wie gesagt, Frühstück gemacht, dann wird aufgeräumt und das ist die tägliche Routine halt. Wie geht's mir denn mittlerweile? Achso, du bist völlig uneingeschränkt in der Bewegung, du hast noch einen leichten Schmerz, aber das ist halt so der Restschmerz von einer verheilenden Wunde, bis brennt. Narben werden übrigens schon zurückbleiben. Und zumindest erstmal. Und ansonsten bist du eigentlich wieder verdammt fit. Du kannst eigentlich alles machen, außer Marathon. Aber den konntest du auch vorher nicht machen. Das ist richtig. Und chimärisch kann ich dann quasi mir den ganzen Scheiß wegstrecken, oder was? Achso, na, du hast noch ein Kästchen, aber das ist ja so pro forma. Ich bin quasi vollkommen begeistert. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie dann so das allgemeine Tagwerk ausgeht. Es ist ja quasi schon lange Zeit. Ich gehe und bringe die Wäsche mal zum Waschsalon. Ist ja. Wer kennt das nicht? Morgen sehen wir uns mal die Wäsche machen. Das stimmt. Um 6. Oder 7. Ja, das ist ja ganz normal. Du betrittst den Waschsalon, Martha ist da. Und natürlich ist sie da.
Die ist wahrscheinlich schon seit 3 Stunden am Arbeiten. Ja, du, die ist alt. 4 Stunden am Arbeiten. Sie steht da mit einem Wäschekorb, den sie gerade mit dem Rest bepackt, der da halt so offenbar reinkommt und mit dieser Decke überschlägt, die sie immer drüber tut, so eine Transportdecke, so eine Plastik halt, ne? Es ist offenbar, ich meine, ein paar Mal hast du jetzt schon für alle anderen was mitgemacht und so, der Korb der alleinerziehende Mutter, die bei euch im Haus wohnt. Und als du reinkommst, hebt sie schnell den Kopf, blickt fast ein wenig ertappt, stellt dann schnell den Korb unter einen Tisch und er hinterlässt eine ganz feine, kaum sichtbare Spur Sandes hinter sich. Mhm. Sagt mir das irgendwas? Ich glaube nicht. Nein. Na dann, guten Morgen. Na? Ach du, bist ja schon was mal. Ist doch wirklich zeitig heute. Ja, es ist so viel liegen geblieben, weil ich krank war und das ist halt. Du warst krank? Ja, nichts Schlimmes. Das muss offen. David, das muss sehr ernst sein. Wir werden nicht mehr krank. Das hätte ich auch mit der Thorald sagen können, aber Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Typhus, Cholera, AIDS, das kriegen wir nicht. Es war auch eher, herbeigeführte Art. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Ich hatte eine Wunde. Um Gottes Willen, da, was hast du denn angestellt? Zeig doch mal her. Ich habe bestimmt noch so eine ganz heilsame Salbe irgendwo. Du, ist alles gut, ist alles super verheilt, sieht man fast gar nichts mehr von. Es war auch gar nicht Mensch, so schlimm. Mensch, aber David, da lass mich doch mal jetzt illern. Ja. Ich zeige dir halt die kleinen Narbenbildungen am Hals halt. In der. Das sieht aber, hat dich irgendwie ein Wolf angefallen. Alles gut. Ich war unachtsam. Ja, aber das, wenn ich unachtsam bin, dann renne ich mit dem Kopf gegen die Tür vom Hängeschrank oder so. Naja, alles gut. Naja, es ist erstaunlich, wie schnell man heilt. Also das finde ich ja später interessant. Jetzt versuch doch hier nicht mal so. So viel kriege ich noch mit. Mensch, David, meiner. Was ist denn da los gewesen? Ich wollte einer Freundin helfen, das hat nicht ganz geklappt. Ich hatte die Situation ein bisschen falsch eingeschätzt. In was hat Sophie dich da schon wieder reingeritten? Gar nichts, Sophie hat damit nichts zu tun. Sophie hat mich doch sogar vorgewarnt. Aber welche Freundin soll das denn sonst gewesen sein? Ein Gentleman genießt und schweigt. Naja, das... Naja, also ich... Du bist... Mensch, David, du bist noch so ein junger Kerl, klar. Wenn du dir da... mir musst du nichts erzählen, so. Wenn du sagst, du hast dir ein wildes Kätzchen gesucht, okay, aber das sind offenbar Krallen, die nicht ausgefahren werden sollten, Junge. Das habe ich auch gemerkt. Aber das ist okay, ich werde mich darauf einstellen. Es war halt blöd, weil ich nicht beachtet habe, dass ich so sehr in den nahen Traum gegangen bin. Ich hatte daran nicht gedacht. Also, das klingt alles... Ich weiß nicht. Das geht mich auch eigentlich gar nichts an, aber... Aber, ne? Mach dir keine Sorgen. Mach dir einfach keine Sorgen. Ist ja alles wieder vernünftig verheilt. Und, nächstes Mal bin ich schlau. Na gut, dann nimm dir erstmal hier ein Stück Zuckerkuchen. Stellt ein Blech hin, frisch gebacken. Also er ist quasi noch warm. Natürlich ist er frisch gebacken. Ich hätte ihr was mitgebracht, hätte ich gebacken. Aber ich konnte ja nicht einkaufen, weil ich krank war. Du konntest vor allem nicht einkaufen, weil das Pain ist.
Ja. Schlimm übrigens. Ja, es ist, was ich ja völlig faszinierend finde, ist, dass man das mit dem, also, das hatte ich hier vorher gar nicht beachtet, dass ich das mit dem Glamour, wenn ich da mich drauf konzentriere, dass das wieder weggeht. Das, Ja, aber das halt. Also das. Ich weiß nicht, ob es dann wert ist, so eine. So ein Techtelmechtel, wenn du danach Nein, immer so nein, also viel die Erfahrung war Glanz. es halt wert, ne? Ja. Naja. Du bist ja noch jung. Genau. Du sage mal, ich habe mir einen Menschen geschnappt und habe ihm einfach, er brauchte Hilfe und habe ich ihm ein bisschen geholfen. Ich habe ihm einfach nur so einfach gesagt, ich hätte gerne deine Freude. Es hat auch geklappt. Es hat mich ein bisschen Glamour gekostet, weil ich experimentiere damit gerade ein bisschen rum, was ich so kann. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich die Freude habe? Also, und wie hole ich die am besten ab? Hast du dem denn geholfen? Naja, in Schanheim waren die Schatten und haben wollten ihn erwürgen. Da habe Du ich ihm die. bist schon mal ein rausgegangen. Natürlich. Du nicht? Ganz sicher nicht. Ich habe hier gemütlich gesessen und dann habe ich mir ein bisschen Schlager angehört und habe mal das gemacht, was so liegen geblieben ist. Aber das ist doch ein, war doch ein schöner, ja. Ich fand das faszinierend. Ja, sicher, ja, na klar. Aber das ist nichts für mich. Und ich weiß nicht, David, eigentlich ist das auch nichts für dich. Ich fand das ganz interessant. Ja, sicher, wie gesagt, aber ich meine generell, ich gebe dir jetzt, man muss ja auch mal einen Rat geben können, meiner. Du kannst dich da nicht immer so viel an so viel orientieren. Das, weil, wenn ich dich so angucke und von dem, was du mir so erzählt hast, dann bist du sicherlich noch ein ganzes Stück mutiger und natürlich bist du noch viel neugieriger, gerade jetzt noch als ich und so weiter und vielleicht auch ein bisschen, na, Unerfahrener und ja, deswegen ja neugierig. Aber so generell, ihr seid gute Freunde, das ist auch was Schönes, aber du musst es ihr halt nicht immer dann gleich tun, so in Zukunft. Klar, man guckt da mal das erste Schamhain, was passiert denn da so und so weiter, aber ich sehe den Winter halt nicht in dir, wenn ich dich angucke. darüber mache ich mir also noch gar keine Gedanken. Nee, ja, ich sag's ja nur, dass du da Das nicht werde ich. in was reinstolperst, was am Ende gar nicht zu dir passt, das wäre schlimm. Und meinen ersten Winter werde ich auch noch mitkriegen und dann, das wird auch wieder eine interessante Sache sein. Ich hoffe ja, dass du deinen ersten Winter vor Kaminfeuer zu Hause gemütlich erleben kannst. Ja, also ein gutes, gemütliches Kaminfeuer ist nie zu verachten. Und Vanillekipferl. Und heiße Schokolade. Mit Marshmallows. Ich. Ja, vielleicht auch mit einem kleinen Schuss rum. Glühwein. Das geht natürlich auch immer. Aber du hast mich auch was gefragt. Genau. Also, Also vielleicht kann. du kannst es ihm nicht mehr zurückgeben. Ah, das ist schon ein starkes Stück. Die Freude. Das war mir das Erste, was mir eingefallen ist. Er gibt sie dir eigentlich immer und du wirst sie finden. Also das sollte offensichtlich sein. Aber du kannst die Freude des anderen nicht für dich haben, solange er sie nicht ganz freiwillig gibt. Und wenn du sagst, der wäre sonst gestorben, dann ist das nicht ganz freiwillig. Okay. Wenn sich jemand einfach freut, weil du einen schönen Nachmittag mit dem hattest oder weil du was für den gemacht hast, ohne dass er gefragt hat und einfach nett warst oder so, dann ist die Freude ja sofort da und dann spürst du die und dann kann die Glanz aus dem Traum quasi ne, einleiten Mhm, in diese Welt. das hab ich schon So, gesehen, das hat funktioniert. genau, das ist hier was anderes.
das wird nie, die kannst du nicht für dich beanspruchen. Naja, also ich hatte sie schon da, aber... Ja, aber du kannst da nichts mit anfangen. Genau, das ist halt... Du kannst die jemand anderem schenken. Ah, okay. Das ist faszinierend. Und das kann ich dann einfach weiter verschenken und dann hat dieser Mensch Freude? Und oder wenn ich das einfach uns schenke? Also, ich habe dann das Grundprinzip dahinter nicht verstanden. Schwer. Ja, du, eine andere Fee wird es meistens nicht annehmen. Aber du kannst es einem Menschen schenken und der hat dann die Freude, ja. Das heißt, jetzt packe ich also in die nächste Partybohne und dann ist die Party nun voller Erfolg. Glaub nicht, dass es dafür reicht. Und Freude ist ja nochmal was anderes als Partystimmung und Freude, weiß ich nicht. Ja, also aus Prinzip auch. Ja, klar. Ja, na klar. Hm. Aber die Freude eines Menschen, die über was weiß ich wie viele Tage jetzt sich gesammelt hat, die ist, macht bei einer Party nicht viel. Sind ja dann doch viele. Ja, klar. Das war jetzt auch nur so ein Gedanke, ein Funktionsprinzip. Ich muss ja erstmal wissen, wie es funktioniert. Dann kann ich darauf mir über was überlegen, was irgendwie... Ich sag auch so. Immer bei solchen Sachen, es ist ja richtig, dass du fragst. Und ich sag dir gerne, was ich weiß, meine, aber... Probieren geht über Studieren. Die ganzen Gescheiten, genau. Die müssen auch immer erstmal gucken, was passiert, wenn sie es ausprobieren. Eben. Schön. Ja, siehst du, ich habe hier schon wieder was gelernt, dann versuche ich mal was, was ich mit der Freude dann anstellen kann. Mhm. Du sag mal, David. Mhm. Wenn ich jetzt im Internet bin, ne? Ja. Und ich würde da. Manche Leute sind ja einfach, das sind doch richtige Kackstelzen. Und das muss ja auch mal gesagt werden. Das ist so richtig, ja. Ja. Und im Internet weiß ja keiner, dass ich das gesagt habe, denn auch wenn die Leute wissen, dass es gesagt werden muss, ne? Sagt's ja keiner, ne? Das kannst du anonym sagen. Ja? Genau. Und wenn ich das aber jetzt speziell an jemanden antrage, zum Beispiel einen Arbeitgeber antragen wollte im Internet. Wie würde ich das denn machen? Kann ich dem da eine Nachricht schreiben zum Beispiel und dann sagen, ein Freund als Absender? Ja, das wird ein bisschen schwierig. Es gibt da so Foren oder so sogenannte Imageboards oder so. Ja, aber guck dir dann, wie mache ich das, dass er dann da reinguckt? Das ist schwierig. Also du könntest zum Beispiel versuchen, auf Facebook zu adden, aber dann bist du nicht mehr anonym. Ja gut, ich hab's hier... Was willst du ihm denn groß mitteilen, wenn es irgendwas... Ist es was Persönliches, so das... Ja... Oder ist es eher so eine Beschwerde über einen Mitarbeiter? Ja, eine Beschwerde wäre, glaube ich, gut, ja. Da habe ich was beobachtet, sowas, ja. Zum Beispiel, dann könntest du quasi, wenn er ein Unternehmen hat, könntest du ihm dann seine Firmen-E-Mail-Adresse diese Beschwerde schreiben. Und die finde ich. Ja, das kann ich dir zeigen. Ich ziehe mal mein Smartphone raus und gehe dann einfach auf random irgendeine Seite und gehe ins Impressum. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja hier in Halle noch einen McDonald's. Ja. So. Und da der Filialleiter, den müsste ich ja dann quasi mal. Genau, dann kriegst du hier McDonald's Halle. So, kannst du hier aufs Impressum gehen. Dann siehst du hier den Besitzer. Ja, der. So, und da, wenn du den quasi anschreiben möchtest, kannst du hier diese Info-Ad nehmen. Das, dann und ist, find reicht ich, das halt. Würde ich da jetzt auch seine Adresse finden? Vom Filialleiter? Ja. Ja, aber da könntest du ins Handelsregister gucken. Stimmt. Und wenn du dann quasi aufs Handelsregister gehst, machst du dann hier, dann kannst du quasi sehen, wer ist denn der Inhaber und da ist es auch sein Name. Also ein persönlicher Brief mit Beweisfotos, das wäre ja wichtig eigentlich, das wäre ja noch viel besser. Ja, das dann, wenn du dann erstmal seine Adresse hast. Also seine Privatadresse kriegst du natürlich nicht. Naja, aber so, dass es in dem Briefkasten landet, den er, wo er reinguckt. Genau, dann nimmst du einfach die Firmenanschrift, sagst zu Händen von...
wie man es halt so kennt. Und, könntest du das privat mal schnell für mich machen, dass du mir das gleich auf die Seite schreibst? Klar, kein Problem. Das ist ganz lieb. Ja, ich mache hier halt einen Briefumschlag mit, zu Händen an, ne, Geschäftsführer von dem Typen. Und, ne, auch noch Privatsache oben drauf. Pup. Weil Privatsache, schon dürfen alle Mitarbeiter das nicht mehr öffnen. Ja. Ah ja, dankeschön. Ja. Was hat er denn verunstaltet? Ach, das ist ein... Das ist ein ganz schlimmes Flittchen. Die ist auch einfach ungehobelt, kann nicht aufpassen. Deswegen arbeitet sie auch bei McDonald's. Ja, naja, aber noch schlimmer. Und steckt ihre Nase da rein, wo sie es einfach auch nichts angeht. Und das Schlimmste ist halt wirklich, dass er nicht aufpasst. Und die weiß auch einfach nicht, wo man die Finger von lässt. So ist es. Und dann weiß sie wahrscheinlich noch immer alles besser. Ja, bestimmt. Dabei hat sie überhaupt keine Ahnung. Schlimm, solche Menschen. Die hat's für sich auch kommen. Das kann ich dir sagen. Also, dann wird's ja mal Zeit, dass jemand Bescheid weiß jetzt. Ja, und jetzt kann ich das machen. Das ist schön. Was natürlich auch machen könnte, ist halt was, ich weiß jetzt nicht, worum es genau geht, aber wenn es irgendwie von öffentlichem Interesse ist, kannst du natürlich auch immer an eine Zeitung schreiben. Ja, aber die Zeitungen, die sortieren da immer aus. Die bringen doch hier nur über Trump eigentlich. Ja, was ist das eigentlich? Die müssen doch davon ablenken, dass die Leute hier genauso blöde sind. Das stimmt. Oder hier über irgendwelche Eisbären im Berliner Zoo. Da bist du noch zu jung für, damit du das mitgekriegt haben müsstest. Das waren Zeiten. Ah, da gab's hier, wie hieß er, Flocke oder so? Ach, keine Ahnung, da gab's irgend so einen scheiß Eisbär im Zoo und die Zeitungen und Fernseher, die sind ausgerastet. Wochenlang hörst du nur von diesem blöden Bären. Ich meine, das ist ja ein niedliches Tier und toll, man hat's doch mal geschafft und so, dass da so ein... Aber meine Güte, wochenlang nix als diesen Bären. Oh Mann. Da hätte man so viel Sinnvolles verbreiten können. Ja, dann gab's richtig hier Merchandise-Stuff und so, von dem er war. Ich weiß nicht. Einfach zu viel. Aber darauf, auf jeden Fall, die Zeitungen sind mir zu unzuverlässig. Und ich habe gehört, das Internet soll da sehr zuverlässig sein. Und das, jetzt habe ich ja schon mal das, was ich brauche. Genau, also bei sowas kannst du immer gerne zu mir kommen. Mit den ganzen Computerkrams kenne ich mich auch nicht so hundertprozentig aus. Aber, ja, aber so ein bisschen Recherche damit aufgewachsen. Genau, ein bisschen kann ich auch. Ja, und das hat mir sehr geholfen. Ich sag dir, das wird uns allen noch helfen. Bestimmt, wenn wir. Ich sag immer so, wenn die Leute, ne, ihre Nase zu tief in das reinstecken. Einer muss ja dafür sorgen, dass die Leute erfahren, wenn der Nachbar halt, ne? Eben. Ja. Gut, soll ich das gleich wieder mitnehmen? Ich zeig auf diesen anderen Wäschekorb. Ach nee, ich bin noch nicht ganz fertig, du. Mir ist noch eingefallen, da liegen eigentlich noch so ein paar Socken. Ja, so. Ich helfe dir gern, kein Problem. Das ist nett, aber ich mach das dann schon. Ach komm, die kurze Arbeit. Das ist ja nix. Das machen wir eben kurz zusammen. Lass mal, David. Du hast mir genug geholfen. Das geht schon. Alles klar. Juti, danke für den Kuchen. Und dann bin ich mal ganz schnell wieder weg. Dann muss nämlich quasi noch ein bisschen aufräumen. Dann mach dir noch einen schönen Tag. Ja, du musst ja auch für zwei aufräumen. Ja. Für drei? Ja. Irgendjemand anders tut's ja nicht, ne? Bitte? Jemand anders tut's ja sonst nicht. Ja, ja. Naja. Das kennt doch jeder. Ja, ich schnapp mir nicht die Sachen. Ja, ich hau dann ab, quasi. Die meine Sachen sind ja noch nicht fertig. Sie wird nochmal gedruckt und so und dann. Genau, ja, Entschuldigung. Ja, 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 ja.
wie immer. Die scheint jetzt auch sehr erfreut. Du hast dir sehr geholfen, David. Sophie. Jo. Du bist inzwischen wach. Vor deinem Fenster, also unten, nicht direkt, hockt Quaglodius Bockheimer. Und er sitzt da, er sieht aus, als hätte er die ganze Nacht da gesessen, aber du hast ihn vorher noch nicht bemerkt, deswegen vielleicht auch nur den ganzen Morgen, wo du dann geschlafen hast. Und als er dich so im Fenster sieht, springt er auf. Frau Uwe, Herrin! Ich bringe ein Zeichen meiner Verehrung, da ihr ganz so minniglich seid. Sophie schaut aus dem Fenster. Hat er irgendwas? Du bist sehr leise. Eine Sekunde. Aber warum bin ich so leise? Ich hatte dich auf minus 11 und ich glaube aus gutem Grund. Achso. Ja, aber letztes Mal warst du nicht extrem laut. Komisch. Warum bin ich dann jetzt so leise? Ich weiß auch nicht. Ich bin dich gar nicht leise. Ich finde dich jetzt normal laut. Und ich habe dich, glaube ich, auch noch auf minus 10. Hm. Whatever mein Teamspeak spackt, wie es spacken will. Genau. Du guckst, ob es was hat. Du siehst erstmal nichts. Okay. Sie lässt Sir William rein. Mhm. Guckt nochmal runter. Sie hat fast ein bisschen Mitleid mit ihm. Bitte nehmt das Zeichen an als Zeichen eurer Gunst. Sie schließt erstmal wieder das Fenster, geht in die Küche, kocht sich einen Tee. Macht eine zweite Tasse. Es steht Frühstück auf. Also er hockt da unten jetzt quasi im Kniefall mit den Händen erhoben in Richtung eurer Wohnung, aber mit dem Kopf gesenkt. Demütig. Das ist in Ordnung. Sie geht nämlich irgendwann hinunter, wenn sie ihre Tasse Tee hat, geht mit einer zweiten Tasse Tee hinunter und hält sie ihm hin. Eine so große Gunst, ich hab doch noch gar nicht... Ah, vielen Dank. Ruwe, Herren, ihr seid gar so minniglich. Hier, er holt eine Fensterscheibe von der Größe. Eine Fensterscheibe? Ja, also eine Glasscheibe. Ne? Von der Größe eines handelsüblichen Ordners hervor. Und damit meine ich nicht die Dicke, sondern nur die Fläche. Ne? Okay, Sophie zündet sich währenddessen eine Zigarette an. Darauf sind Eisblumen. Ich bringe euch diese Eisblumen und sie werden den ganzen Winter halten. Und wenn ihr diese Scheibe an eurem Fenster haltet, dann habt ihr sie da. Als kleines Zeichen all der großen Taten, die ich noch zu vollbringen gedenke für euch. Danke. Cool. Gibt es noch etwas, was ich tun kann? Nee. So arg hab ich euch Unrecht getan dann mit meinem Geschenke. Nein, ich freue mich. Es sind freundliche Worte, aber ich verstehe, was ihr eigentlich meint. So schändlich war der Versuch meinerseits, dass es nichts gibt, was ihr mir auftragen könntet, nichts, was zu tun ich imstande wäre, nichts, was ich euch bringen könnte, da meine Dienste auch nichts wert sind, ich verstehe. Aber ich werde erneut ausziehen und ich verspreche, Herren Fruwe, ich verspreche, dieses Mal werdet ihr nicht enttäuscht sein. Und er springt auf. Du spürst eine Welle des Feuers von ihm ausgehen. Es ist, versteh bitte Feuer metaphorisch und nicht unangenehm für dich. Und nicht warm. Hab ich schon. Gut. Er packt seine Schalmei und rennt los, springt über den über euren Zaun und verschwindet im Hinterhof des dahinterliegenden Hauses. Sie schaut ihm nach, fragt sich, ob sie jetzt was Falsches gesagt hat.
denkt sich im nächsten Moment, vermutlich sollte ich mir was ausdenken, wenn er wiederkommt, damit er nicht so traurig ist. Ja, am Ende schien er jetzt nicht traurig, da schien er erfüllt von, angespornt war er. Das stimmt. Sie lehnt die Glasscheibe auf den Boden, setzt sich auf einen Stuhl, wohlgemerkt noch immer im T-Shirt, hat ihren heißen Tee da stehen und raucht nebenbei ihre Zigarette. Ihr beide übrigens. Ihr wisst ja seit eurem Eid mit dem alten Blauwanst. Blauwanst wissen jetzt nur missverständlich mit Thorald. Immer in welche Richtung ihr gehen müsst, um zu ihm zu kommen. Dieses Richtungsgespür wird schwächer. Also ist das schon über die letzten Tage geworden. Okay. Er wendet sich ab von uns. Er entfernt sich einfach nur sehr weit von uns. Also was er euch damals erzählt hatte, war, dass es egal ist, wo ihr seid. Solange ihr nicht im Traum seid und eher auf der Erde oder andersrum. Ach, dann ist er wahrscheinlich im Traum. Dann hättest du gar keine Ahnung mehr. Auch das hat er euch gesagt. Ja, oder der Eid bricht einfach gerade. Ja. Das wäre irgendwie. Ja, nach einer Weile nimmt Sophie die leere Tasse und die Scheibe mit hoch. Stellt die Scheibe ans Fenster. Und schaut sich in ihrem Zimmer um. Räumt ein paar Dinge zur Seite, obwohl sie erst vor kurzem aufgeräumt hat. Und holt einen Rucksack raus. Was hast du jetzt mit der Glasscheibe gemacht? Sie hat sie ans Fenster gelehnt. Okay, gut. Dann hast du jetzt Eisblumen am Fenster bis zum Frühlingsbeginn. Wie gesagt, sie packt ein paar Sachen zusammen. Und geht dann irgendwann den Wanst mal suchen. Sei denn, der ist im Kindergarten. Heute ist Sonntag. Ja, doch, du wirst sie finden. Auf dem Dachboden. Na? Hm? Suchst du eine neue Kommode, in der du dich verstecken kannst? Außerdem habe ich mich da drin nicht versteckt. Ich habe das Monster gesucht. Das klingt nach dir. Aber es war überhaupt kein Monster im Schrank. Es war ja auch eine Kommode, kein Schrank. Das ist doch das Gleiche. Na gut. Was treibst du? Ich suche das Monster unterm Bett. Da hinten sind noch ein paar Betten. Ja. Aber es wird sich bestimmt nicht trauen, wenn du in der Nähe bist. Meinst du? Ja. Willst du dich mit ihm anfreunden oder willst du es verscheuchen? Ich werde es verhauen. Ach so. Warum? Dann, was hat's gemacht? Ja, nix. Aber dann ist es mein Sklave. Und dann kann ich mit dem, dann kann ich ihm sagen, was es machen soll, und dann macht das. Praktisch, so ein Monster. Ich bin hier, weil ich mich verabschieden wollte. Bis morgen. Nee, für ein bisschen länger. Also, wahrscheinlich für ein paar Wochen. Ich mag dich sowieso nicht. Was hat es denn jetzt? Warum? Kommt doch wieder. Ist mir doch egal, ich hasse dich.
Es ist aber jetzt nicht schön, wenn ich jetzt gehe. Ja, das stimmt. Aber ich muss was suchen und das finde ich hier nicht. Aber ich habe das doch auch nicht mit Absicht gemacht. Das war Miriam. Das hat doch mit dir überhaupt nichts zu tun. Ich weiß doch, dass du das nicht warst. Warum gehst du denn weg? Na, wie gesagt, weil ich was suchen muss, was ich hier nicht finde. Hast du denn auch richtig hier gesucht? Ja, ich habe ganz richtig gesucht. Auch unterm Teppich? Auch unterm Teppich. Und hinter der Waschmaschine? Wir haben hier keine. Ja, ich meine ja auch bei der dicken Frau. Ja, aber da finde ich es auch nicht. Ich muss noch was lernen und das kann ich hier nicht lernen. Du kannst es von mir lernen. Ich glaube nicht. Du bist doch ein Frühlingskind. Ja. Ein fröhliches Frühlingskind, dumme Kuh. Ja, ein fröhliches Frühlingskind. Also wirklich. Aber ich muss was anderes lernen. Ach so. Ja. Ich muss was über den Winter lernen. Ich glaube, das kannst du mir nicht beibringen. Nein. Siehst du. Na gut. Dann darfst du meinetwegen gehen. Das ist nett. Ich komme auch wieder, versprochen. Ja. Sonst finde ich dich. Ich weiß. Allein deswegen würde ich wiederkommen. Sonst findest du mich und verhaust mich. Sie geht blitzschnell einen Schritt auf dich zu und beißt in die Hand. Nicht besonders doll, aber... Also es tut weh, aber du hast keine Wunde davon und es... Also eher wie so ein Kinderbiss halt, ne? Hat's geschmeckt? Nee, du schmeckst nach gar nichts, aber das ist egal. Jetzt finde ich dich. Ich hab nämlich Superkräfte. Ich weiß. Nee, noch superer als die der anderen. Was denn für welche? Verrätst du's mir? Ja. Sandro hat gesagt, alles, in das ich reingebissen hab, das find ich. Und das kann immer nur eine Rotkappe auf der Welt. Da bist du ja was ganz Besonderes. Ja, selbstverständlich, du dumme Nuss, das weißt du doch. Stimmt. Und das heißt, dass du jetzt nicht mehr von mir weglaufen kannst und dass du lieber zurückkommst. Ich will auch gar nicht von dir weglaufen. Kannst du ja auch nicht. Das stimmt, du würdest mich ja sowieso finden. Na gut. Dann lass ich dich mal weiter dein Monster suchen. Ja, vermutlich hatte sie schon Angst bekommen, aber dann suche ich einfach unter anderen Betten. Ja. Das klingt vernünftig. Ich würde dir jetzt sagen, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich helfe dir noch was zu suchen, aber wenn es Angst vor mir hat, hat das glaube ich nicht viel Sinn. Hm? Ja, hat es bestimmt. Warum eigentlich? Bin ich so furchterregend? Nee. Aber es ist doch ein ziemlich kleines Monster. Das stimmt. Das wohnt auch nur unter Kinderbetten, oder? Ja. Ja gut, dann hätte ich auch keine Lust, mich mit Älteren abzugeben. Ja, dafür gibt es ja die Erwachsenenmonster. Ja, das stimmt. Ja, okay, ich kann's verstehen. Warte. Der Roland hat nämlich ganz große Angst vor einem Monster namens Steuerbescheid. Da hätte ich auch Angst vor. Das muss irgendwas mit einem Schiff zu tun haben. Nicht ganz.
Doch, ich glaube, weil da gibt es den Steuermann und den Steuerbescheid. So viel wuselt ihr durch die Haare. Mann! Das ist meine Rache, weil du gesagt hast, dass du mich hasst. Pü. So, mach's gut und treib's nicht zu bunt mit dem Steuerbescheid. Nee, das ist nicht die Kindermonster. Ja. Das auch, sei nicht zu grob zu ihm. Naja, sonst kommt's hinterher gar nicht mehr raus. Das klappt schon. Na gut. Es muss vor mir nur mehr Angst haben als vor Jonas. Genau. Na gut. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Sag mal, denkt Sophie eigentlich an die Schule? Gute Frage. Wahrscheinlich, wenn sie auf ihr Handy guckt, aber... Also, wenn sie dann schon irgendwo anders ist. Naja, die wird schon... Nachdem man sie vermisst gemeldet hat. Nachdem man sie für vermisst gemeldet hat, ja. Na, das dauert eine ganze Weile, bis du eine Vermisstenmeldung aufgeben kannst. 48 Stunden. Ja, wenn Hinweise darauf sind, dass du nicht einfach nur Sophie bist. Ja, das stimmt schon. Wobei doch, es könnte sein, dass sie dran denkt und zumindest eine E-Mail schreibt. Okay, was ist denn der Grund? Familiäre Gründe. Wow. Okay. Was denn? Das ist so das Mieseste, was man machen kann, weil keiner wieder Fragen stellen. Ja, eben. Nee, schlimmer ist noch persönliche Gründe. Nee, familiäre Gründe ist eigentlich am besten. Sie hat genug tote Verwandte. Was du ja dort jedem erzählt hast. Das hat sie niemandem erzählt. Nee, das passt schon. Keiner der toten Verwandten wird sagen, das stimmt gar nicht. Passt, okay. Ansonsten... muss sie noch dem Reiseführer Bescheid sagen. Und ich dachte, David. Ja, den trifft sie ja noch. So. Ja. Okay. Ja, dann mach mal. Ja, du rufst ihn an. Was ist denn? Wer ist da denn? Hi. Hilft dir jetzt nicht weiter, hm? Ich erkenne deine Stimme auf 3000 Kilometer mit Rücken. Was willst du denn? Du hast keine Zeit. Doch. Und du bist ultra genervt. Ja, wenn du zur Sache kämst, wird's besser werden. Wir müssen die Reiseführergeschichte erstmal auf Eis legen. Entschuldigung? Ich bin jetzt ein paar Wochen weg. Ja. Wir hatten eine Abmachung. Ich sag ja nur auf Eis legen, nicht, dass sie gestorben ist. Ich hab keine Deadline. Ich schon. Also als ich das mit dem Typen abgemacht habe, war er natürlich so dumm, dass er mit mir abgemacht hat, dass ich das Ding schreibe, obwohl ich noch nie in England war. Das heißt, ich kann jetzt aufbrechen und ihn dort schreiben, sicher. Aber diese ganze gute Idee, wo ich deine Werke artgerecht und fein und angepriesen benutze, um den Preis hochzudrücken. Die finde ich gut. Wo gehst du denn hin? Weiß ich noch nicht. Du gehst auf eine Reise? Ja. Na gut. Wann willst du denn losmachen? Heute. Wann denn? Weiß ich noch nicht.
Also ich komme jetzt vorbei und fotografiere alle Ordner ab. Die ich noch nicht habe, das müsste noch einer sein. Ich hänge ja auch viel zu lange weg und habe kein Taxi mehr. Wieso hast du kein Taxi mehr? Ich würde sagen, die beste Begründung ist einfach eine amtliche Retourkutsche von einem stinkenden Schimmelmolch. Alles klar. Und amtlich ist hier leider wörtlich zu nehmen. Oh! Wusstest du, dass man eine extra Genehmigung braucht, um ein Taxi zu fahren? Ich meine, ich habe einen Führerschein. Ja, wusste ich. Oh Gott. Also ich könnte mich auf eine Reise begeben und wir könnten ab und zu ein paar Stücke zusammenlaufen, denn vermutlich werden unsere Wege sich eh dann kreuzen, weil ich diese Scheiße ja noch schreiben muss. Also ist das offensichtlich der richtige Weg. Ja, das klingt eigentlich vernünftig. Okay, wie du willst. Gut. Wann komme ich denn vorbei, um das abzufotografieren? Wann du willst, ich bin vorerst noch da. In einer Stunde. Okay. Ich muss hier noch irgend so ein Papier ausfüllen. Okay, dann in einer Stunde. Okay. Warte mal kurz, da kommt jemand. Na, ich nix spreche Deutsch. Na. Ja. So, okay. Eine Stunde. Das klang total überzeugend. Für Lappen reicht's. Bis später. Piep. Ja, sie packt noch ein paar Sachen. David. Quasi Schlafsack, Zelt und ja, man darf nirgendwo eigentlich, aber das ist ihr egal. Ich hoffe doch, das ist dir egal. Schlafsack, Zelt und was man noch so braucht. Ja. Und du hast einen Bären, der das aber nicht tragen kann, es sei denn, keiner guckt hin. Na gut. Der kann mitkommen, der braucht ein bisschen Bewegung. Ja, das sollte er. Du wirst das nicht so weit tragen können, immer. Hä? Normaler Wanderrucksack? Das ist kein großer. Glaubst du denn, das wird eine kurze Reise? Nee, aber ich weiß, wie man mit solchen Dingern läuft. Das geht schon. Das kriegt ihr schon hin. Du hast eine Interrail-Tour gemacht, ne? Ja. Da saßt du ja aber einen großen Teil der Strecke im Zug. Ich bin ausgestiegen morgens aus dem Zug und den ganzen Tag mit diesem scheiß Rucksack durch die Stadt gelaufen. Ich weiß, wie schwer so ein Ding sein kann. Touché, kann man machen. Und die hat nicht den ganz großen, sondern einen kleinen. Also nicht klein, aber so ein Wanderrucksack halt, so einen mittelgroßen. Die brauchen nicht so viel. Na gut. David. Mhm. Was machst du denn heute noch so? Naja, ich würde dann irgendwann quasi den Typen antexten wegen der Freude abholen. Ich muss nur noch irgendwie. Ja, der hat noch nicht geantwortet. Gut, das ist ja, das ist halt so geplant, so ich möchte da mal vorbeischneien, weil ich brauche den Scheiß aus Gründen der Forschung. Der Brauchigkeit. Ja, du kannst auf jeden Fall vorbeischneien, das ist überhaupt kein Ding. Du gehst also zum Hallmarkt und Tür unten steht offen, weil gerade offenbar Hausmeister feucht durchwischt. Okay. Du kannst dann oben klingeln. Jo. Dir wird eine Mitbewohnerin aufmachen. Schlank, fast möchte man sagen, zierlich. Leichter Unterbiss. Braun gefärbt. Dicke Nerdbrille. Hi. Aloha. Ist Tim da? Ja, der ist da, aber hattest du irgendwie Kontakt mit dem in den letzten Wochen? Oder in der letzten, ja, in den letzten 2 Wochen oder so, ja, ein, zwei Wochen. Nur wenig. Hattest du irgendwas mit dem vor heute? Naja, ich habe ihm nur geschrieben, dass ich vorbeikomme. Okay, hat er auch darauf geantwortet? Nicht wirklich, deswegen komme ich ja mit Bier vorbei. Ja. You know? Ja, probier's. Was ist denn los? Keine Ahnung. Du bist doch der hier. Naja, du könntest mich ja wenigstens ein bisschen vorwarnen. Naja, der ist, keine Ahnung. Depressive Phase oder so?
Heieiei. Ich schau mal, was ich machen lässt. Ja. Mach das mal. Genau, wenn das nicht wird, dann müssen wir beide uns vielleicht unterhalten, aber das kriegen wir schon hin. Wir beide. Naja, du bist eine Mitwohnerin, ne? Also. Ja, seit 2 Wochen. Yay, okay. Die andere ist irgendwie immer noch bei ihren Eltern. Na gut. Na, wir schauen mal. Ha. Vielleicht kann ich den ja wieder aufpäppeln ein bisschen. Ja, genau. Heißt du eigentlich? Katrin. Oh, ah, hi Katrin. Ich bin David. Hi. Dann lass mich mal durch zu dem... Die geht schon einen Schritt zur Seite. Ja, ich klopfe an sein Zimmer. Nothing? Sehr geil. Alles klar, ich gehe rein. Dich umfängt ein leichter Mief von jemandem, der Körperpflege etwas weiter hinten auf der Prioritätenliste verschoben hat. Da liegen so ein paar Teller mit Essensresten. Oh, der Zimmer ist abgedunkelt, also Rollos runter, fast vollständig. Und der sitzt da auf dem Bett und guckt die Wand gegenüber an. Hey, moin. Alles fit bei dir? Er trägt schwerfällig den Kopf zu dir. Was machst denn du hier? Naja, ich dachte mir, ich melde mich mal. Hä, wir hatten doch überhaupt nichts zu tun. Du warst hier, um dein Dings abzuholen, irgendwie. Ja, richtig. Und da habe ich mir gedacht, why not? Ja, weißt du, nimm's mir nicht übel, aber wir kennen uns nicht. Ich leg gerade keinen Wert drauf, dass sich das ändert. Ich würde dich einfach bitten zu gehen. Neben der Tür rechts ist ein Foto von ihm. Und irgendeiner Ische hat den Arm um sie gelegt. Sie stehen vor einem Reiterhof. Es ist also ein blasphemisches Bild. Und von Haltung könnte man entweder annehmen, Ische oder Ichse. Und dieses Bild hat dieselbe Ausstrahlung wie dieser Schlüsselanhänger vom letzten Mal oder was auch immer das war. Ich glaube, es war ein Schlüsselanhänger. Ja, geil. Bloß, dass da jetzt die Freude von 2 Wochen drin ist. Denn du warst ja einmal nicht, weil du tot warst. Holla. Ja, ne, ist ja kein Thema. Ich dachte nur so. Ne? Ja, nee, nicht so. Alles klar. Geht's dir gut? Also, sorry, gib mir nichts an, ich weiß, aber... Ja, müssen wir jetzt darüber reden? Zur Not, ich habe hier Bier dabei. Danke. Ich stell's ihm einfach daneben, also stell's ihm einfach auf den Tisch. Ja, das ist nett, aber nee, kannst du ja mitnehmen. Okay. Sorry. Ja, passt ja auch. Ich habe jetzt einfach nicht so viel Bock auf Gesellschaft. Das hört sich irgendwie nach einer harten Trennung an. Aber okay. Ja, Sigmund, ist okay jetzt. Bitte. Alles klar. Guckt er mich die ganze Zeit an oder dreht er sich auch wieder weg? Nee, der guckt hier jetzt schon noch an, die ganze Zeit. Das ist aber ärgerlich. Wie soll ich denn das Bild klauen? Ja, lass dir was einfallen. Das ist eine gute Frage. Alter, so ein scheiß depressiven Typ, mit dem man nichts zu tun hat. Das ist doch kacke. Du ja. Hast sie doch erst so gemacht, du Schwein. Ja, Details. Ach so. Das macht man ja auch nicht mit seinen Freunden. Das allerdings ist vernünftig, ja. Puh,
Du kannst einfach sowas wie einen Stehlenwurf machen, ja? Das ist schon möglich. Müsst du nur gucken, das ist Diebstahl, hast du nicht. Na gut. Hast du also 4 Würfel. Eben, und das würde halt übelst auffallen, weil er mich die ganze Zeit anguckt. Ja, wenn du den Wurf schaffst, nicht. Er wirkt schon sehr bräsig und dröge. Und das Zimmer ist ja, wie gesagt, da ist nur, das Rollo ist so 5 cm nicht geschlossen. Und dann hast du davor noch die Kirche unserer lieben Frauen auf dem Hallmarkt, da ist es nicht unendlich viel Licht. Ja, okay, ich versuch's einfach, scheiß es drauf. Ich nehme das Ding einfach mal einfach von der Wand quasi so unauffällig. Und wenn er mich drauf anspricht, weiß ich so, ah, das ist deine Ex. Das wäre ärgerlich gewesen, ist ja wirklich ärgerlich. Richtig, richtig mies. Okay, du streckst die Hand danach aus. Was wird denn das? Ist sie das? Egal. Er verdreht die Augen. Lässt seinen Kopf an die Wand fallen, also an die Rückwand, und schließt die Augen kurz. Und macht sich zu einer Erwiderung bereit, offenbar. Ja, dann, also wenn ich einen Gesprächspunkt habe, dann ist ja ganz praktisch. Ich guck ihm halt, ne, was will er denn jetzt erwidern? Das überlege ich mir gerade. Ich hatte erwartet, du nutzt es, um es einzustecken. Naja, also ich muss noch einen Vorwand haben, um nochmal vorbeizukommen. Ja gut. Sekunde und zwar. Was geht dich das denn alles an? Wir kennen uns nicht, verschwinde. Ja, alles klar, sorry. Geh einfach. Ja, ich schau dann vielleicht mal später nochmal vorbei. Na, normal. Musste einfach auch nicht machen. Ja, ich, würde dann noch gehen. Also, wenn er nicht jetzt gerade wirklich wieder unaufmerksam ist, dann würde ich halt quasi gehen jetzt. Na, der hat die ganze Zeit immer noch seinen Kopf hinten und die Augen zu. Ach so, ist ja praktisch. Dann, nehme ich halt das Bild einfach von der Wand. Also, habe ich gesagt Wand? Ich meinte übrigens auf der Kommode da stehen. Achso, ja, dann so zack mit und ja. Geht, landet dann unter der Jacke und dann. Aus der Küche heraus guckt Katrin dich mit einem leicht besorgten Blick an, so ein bisschen fragend auch tatsächlich. Wie gut kann ich das Bild unter der Jacke verstecken? Das ist nicht groß, das ist so Handteller groß. Das passt ja, dann, bequem in die Jackentasche. Ja, dann ne, kommt das ganz weg in die Jackentasche und würde dann halt zu Katrin kurz angehen. Ja, dem geht's echt richtig miserabel. Also ich kenne den auch noch nicht so lang, aber keine Ahnung. Ich lass mal das Bier hier, vielleicht hilft's ja, wenn er... Ja, ich glaube, das Bier ist da nicht das Beste. Da soll sich ja jetzt nicht sein Kummer wegsaufen. Das ja, das war. Nimm das mal wieder mit. Ja. Sag mal, klingt jetzt vielleicht doof, aber magst du mir deine Handynummer geben? Dann können wir vielleicht ein bisschen ganz viel auf dem Laufenden halten. Ja, hier, warte. Sie gibt dir... Was ist da heißer Shit? Instagram WhatsApp, oder Facebook? WhatsApp. Facebook nicht mehr. Ach, klar, WhatsApp, Alter. Hier, WhatsApp, zack. Da kriegst du ja sogar eine Handynummer. Das ist ja voll dumm. Das heißt, wenn du jemand WhatsApp-Daten gibst, dann hat der ja auch immer deine Handynummer. Ja, das läuft darüber. Ja, genau. Das ist ja noch viel behinderter als Facebook. Also ist egal. Ich mach mir Gedanken. Dumme. Du kriegst Zugangsdaten von denen. Du musst dir die schon aufschreiben. Ich vergesse die bis nächste Woche. Ja, ja, das ist kein Problem. Also, gib das halt einfach in mein Handy ein. Gut. Und dann... Ne? Also, dann mache ich mich mal auf den Weg, also irgendwo wollt ihr gar nicht mit mir sprechen. Aber wie gesagt, ja. Ich kenne ihn auch noch nicht so sehr. Du kennst ja vielleicht noch ein paar seiner anderen Kumpels. Quatsch, ja, ich mache mich mal schlau. Machen. Ja. Eben. Cool, danke. Kein Thema. Ist gut. Halt mich auf den Laufenden. Ja. Bis dann. Ja, dann hauen wir mal ab.
So. Ja. Ist immer schön und schön. Ich habe also quasi Freude. Ich lager das ein. Bei mir. Ja, erstmal in meinem Zimmer. Ich weiß nur noch nicht genau. In der, also, ne, ich will doch nach Hause fahren und das da irgendwo einschließen. Okay. Erstmal noch, wenn du. Wenn du quasi hochkommst, der. Also die Treppe vorm Erdgeschoss, so die erste Treppe zum Erdgeschoss halt. Nachdem du dich an dieser bekackten Scheißtür da mal vorbeigequält hast, richtig schlimm klemmt auch im Winter. Ja, ich weiß schon, ich besorge, also während ich die anderen warte, werde ich das immer wieder mal fallen lassen, wo bald eine neue Haustür kaufen muss. Ich bin unersetzbar! Ja, das sieht man dann. Ich stelle dich einfach nach draußen vor, aber die Wahl zu Feuerholz, das ist kein Problem. Das solltest du erstmal mit dem Vermieter abquatschen. Der ist auf meiner Seite. Ach, der hat andere, der hat bessere Sachen zu tun. Gar nichts hat er zu tun, außer die Nachbarin zu nageln. Stimmt. Aber dann wird er sich auch nicht von der Haustür aufregen. Der hat noch Sinn für das Schöne. Sein Sinn für das Schöne ist noch nicht so erodiert wie deiner. Der weiß mich zu schätzen. Weil du nicht aufgehst? Für die, die freundlich sind, höflich. Für die gehe ich gern auf, ohne Probleme. Bei denen schmeichle ich auch am Handgelenk mit meiner Klinke. Frag ruhig deine Mitbewohnerin. Das ist noch eine Frau, die Gutes ebenfalls zu schätzen weiß und die immer dankbar, höflich und freundlich ist. Kein Grund dafür, mich irgendwelche Zicken zu machen. Ich hab dir meine Freundschaft angeboten. Du hast sie in den Dreck geschmissen. Ich kann das genauso wie du. Nur ich sitze am längeren Hebel, beziehungsweise in diesem Fall an der Feuerachse. Du hast hier nicht mal einen Hebel. Guck dich an. Ich habe Scharniere und einen Hebel. Und ich habe einen Kamin. Das würdest du nicht wagen. Mit Freude. Mal sehen, welche Türen sich dann überhaupt noch für dich öffnen in diesem Haus. Oder überhaupt. Wir können auch einfach das Kriegsbein miteinander begraben. Ich habe damit kein Problem. Aber bis dato. Ich wäre bereit, deine Entschuldigung anzunehmen. Wenn du Asse über dein Haupt streust, wie es nun mal üblich ist. Asche? Türasche? Deine Türasche? Was? Ich sehe, nein. Wir können also nicht einen Frieden vereinbaren. Ich würde ja gerne mit dir Frieden schließen, nur deine. Also A, weiß ich nicht, wofür ich mich entschuldigen müsste. Ich wollte dich ölen, ich wollte dir was Gutes tun und du hast... Was du mir gerade angedroht hast, war Friede durch Vernichtung. Und wir wissen alle, dass das nur die barbaristen aller Chimären in Betracht ziehen. Niemand hat was anderes behauptet. Aber ich bin ja auch durchaus gewillt, normalen Frieden zu schließen. Ich höre dich nicht, Das ist dein Problem. Du möchtest mir nicht zuhören. Ich habe es getan und es war wieder nur beleidigend. Und das muss ich mir wirklich nicht bieten lassen. Ich bin eine Tür von Welt, ich bin modern. Naja, eigentlich bist du ziemlich alt, aber das ist okay. Auch das Alter kann seinen Charme haben. Eine Lady? Ich glaube, mir wird 20. Ich kippe. Ich guck sie einfach mit Augenbrauen an. Also mit so hochzuhören. Ja, natürlich kippt sie nicht.
Nun. Ja, ich gehe halt nach oben, wenn jemand ist halt. Gut. Auf der halben Treppe dann hoch in den ersten Stock. Wird Herr Satz stehen. Mhm. Die Hand am Geländer, die andere in Richtung der Wand ausgestreckt, also noch nicht da angekommen, aber so halb abwägend. Er scheint da schon etwas länger zu stehen und du siehst in seinen vollkommen schwarzen Augen, die sonst die gähnende leere Cthulhus, auf jeden Fall, also in denen siehst du weiße Risse, wie in ausgedürrtem Boden sich ziehen. Was hat? Oh. Guten Tag, David. Guten Tag. Geht's Ihnen gut? Nun, ich möchte meinen, eigentlich habe ich jeden Grund, mich zu erfreuen. Und dennoch zieht wohl ein... Nur man möchte fast sagen Schatten, aber es scheint so unangebracht. Ein Unheil über mein Gemüt. Allerdings ist es etwas... Und er nimmt es langsam die Hand von der Wand weg, weil er vermutet, dass du durchgehen wirst. Ist es etwas, das ich kommen sah und für das ich gewappnet bin. Dementsprechend, ich danke der Nachfrage. Aber im Großen und Ganzen fügen sich die Dinge wie erwartet und ich kann so viel sagen, unser gemeinsamer, nach Kameldung stinkender Wandersbursche hat heute die Möglichkeit verloren, weitere arme Seelen in seinem Blechkasten zu betrügen. Das klingt... ausgesprochen amüsant. Erfreulich. Nun fürchte ich leider, dass andere diesen Dienst, den ich ihnen erwiesen habe, nicht ebenso zu schätzen wissen. Aber ich wurde ja auch mit der Aufhellung meines eigenen Gemütes entlohnt. Und ich ebenfalls. Das freut mich sehr, das zu hören. Das dachte ich mir. Ich werde dich weiterhin auf den Laufenden halten, sollten mir kleine Stiche, die öffentlich werden können, weil sie öffentlicher Natur sind, gelingen. Wenn ich jemals zur Hilfe da reichen kann. Nein, David, das ist sicherlich ehrenvoll und nett gemeint und auch sicherlich so ernst gemeint, wie selten jemand so etwas vorbringen kann, aber dennoch kann und möchte ich dich nicht in diese Fehde hineinziehen, mehr als das bereits der Fall ist. Diesen Fehler hat er begangen. Sicher, doch ich möchte über dem stehen, was du persönlich für Feindschaften eingehst, das wirst du am besten wissen. Aber mein Feind wird nicht dein Feind. Und seine Gegenschläge werden nichts, was dich treffen soll, wenn ich es verhindern kann. Gerade auch, weil du eben noch ein Mündel bist, was sicherlich nicht eben dazu beiträgt, dass andere Feen mich schätzen, nicht wahr? Wie gesagt, das Angebot steht. Ich sollte mir ein kleiner Schlag gelingen. Ich werde dich nicht in diese Sache hineinziehen. Das mache ich dann schon selbst. Nun, dann vielen Dank für diese Information. Gern, es ist doch schön zu teilen. Nicht wahr? Und dann wünsche ich Ihnen noch einen sehr erfolgreichen
weiteren Tag. Er lächelt und wird dann nochmal kurz dir zu ungefähr in die Richtung nicken, wo du stehst, und dann langsam einen Fuß auf die nächste Treppenstufe setzen. Okay, also seine Augen sind, die waren schon immer so dunkel, ne? Ja. Die waren vollständig schwarz immer. Gut. Nicht wie tatsächlich die des Eshu, wo du den Anbeginn der Zeit sehen kannst. Genau, deswegen, das war so ganz ein Moment, das ist aber nicht der Eshu, der gerade vor mir steht. Nee, nicht das, weil da hast du quasi auch eine Idee von Sternen und Galaxis drin. Bei ihm hast du einfach nur Genen des Nichts und jetzt weiße Risse. Das ist okay, warum auch immer, aber er wird schon wissen, was er tut. So is it? Genau, ansonsten kann ich ihm ja noch eine Freude machen. Ich habe ja Freude in Dosen. Das stimmt. Mhm. Ein 2 Wochen Komprimat, Junge, Junge, Junge. Ja. Gut, kann ich das umfüllen? Wie füllst du denn das Bild um? Ja, das ist eine Frage, also, nee, den Inhalt nein, halt. Das scheint gebunden. Okay. Und wie kriege ich das da raus? Muss ich dann wieder das Bild kaputt machen, um... Das ist eine Möglichkeit, dann wird sie frei und wird sich gleichmäßig im Raum auf Lebewesen verteilen. Also nach einer Untersuchung sind das jetzt Annahmen. Oder du vermachst sie jemandem, der dieses Geschenk annimmt. Er muss dabei nicht die Freude annehmen, sondern kann auch einfach diesen Gegenstand annehmen. Mit aber der Intention von dir, der unausgesprochen, dass er die Freude bekommen soll. Und dann wird alles auf Deli übertragen. Mhm, okay. Das finde ich gut. Ja, ich gehe damit in meine Wohnung. Mhm. Und wie gesagt, ich packe das irgendwo in ein sicheres... Ja, Dings, dass es halt niemanden auffällt, dass ich das Ding da stehen habe. Ja. Aus Sophies Zimmer hörst du natürlich Sophies Stimme. Was heißt natürlich, hörst du Sophies Stimme und die von Kamal. Sophie kriegt eine Textnachricht. Was kriegt sie? Sie kriegt eine Textnachricht. Okay. Was tut es hier? Und das S ist halt wirklich so ES großgeschrieben, so was. Es ihr. Du hörst Lachen. Ja, ja, das war mir schon klar. Krieg ich auch eine Antwort, oder? Fotos machen. Warte mal kurz. Du wirst ihm per Textnachricht antworten? Ja. Ihr seid die schlechteste WG der Welt. Ja. Ich würde es bevorzugen, wenn der nicht in meiner Wohnung wäre und auch nicht hier, jetzt. Niemals. Du kriegst keine Antwort. Ah, nee, beziehungsweise du kriegst die Antwort, wird jetzt auch länger nicht mehr der Fall sein. Sagt Sophie eigentlich Kamal, was da kommt gerade? Die sagt nur, David ist zu Hause. Ah, vielleicht wäre es besser, wenn ich mich jetzt... die Ordner kann ich ja oder nicht wiederbringen. Ja. Hättest du Interesse daran, um den Frieden deines Hauses zu wahren? Diese unheimlich interessante und überhaupt nicht Tom Sawyersche Arbeit für mich zu Ende zu führen. Ich stelle dir mein Handy zur Verfügung und du könntest einfach alles weitere abfotografieren. Wie klingt das? Ja, ich habe dein Handy. Von mir aus können wir machen. Okay. Ich wollte gerade sagen, schreibst du mir nochmal, wenn du aufbrichst. Offenbar müssen wir uns einen Termin ausmachen. Das klingt wirklich umständlich. Das stimmt. Ich residiere zurzeit. Ihr schreibt die Adresse auf. Holst du mich ab? Jo. Alles klar. du meinst in eurem Wohnungsflur, Daddy? An der Tür. Okay. Kamal tritt raus, mit dem Blick in euren Flur gerichtet, tritt dann einen halben Schritt zurück und legt den Kopf schief. Du hörst einen metallischen Klang aus eurem Flur. Sophie, geht mal gucken, was da los ist. David wetzt Messer im Flur.
Also an der Küchentür, ne? Also so wirklich so, er guckt einfach nur raus und wetzt halt das Messer. Das Küchenmesser. Es muss auch mal gemacht werden. Sophie lacht dich aus. Ich. Kann er gehen? Ich war gerade im Begriff zu gehen, denn ich wollte nicht unnötig deinen Tag verdunkeln. Jetzt stehst du leider da mit diesem Messer und ich muss mich doch wundern. Ich habe Geschichten gehört, wie ausländisch aussehende Mitbürger abgestochen wurden. Ah, unangenehm. Keine Sorge, ich bin nicht kriminell, auch wenn man andere Individuen mir unterstellen wollen. Gut. Es tut mir leid, David, ich hätte nicht gewollt, dass du dabei bist, wenn ich heute den Rest abfotografiere und ich wünsche dir trotzdem einen so angenehmen wie möglichen Tag. Auf Wiedersehen. Bis dann. Auf Nimmerwiedersehen. Bis später. Das kann ich dir nicht versprechen, David. Dann geht. Ja, gell. Du weißt schon, dass das super albern wirkt, was du da machst, oder? Ja, ja, die Botschaft ist auch angekommen. Als ob ich den ja bedrohen würde. Bitte? Als ob das wäre bedrohlich, aber als ob das bedrohlich wäre. Das ist ein gottverdammtes Küchenmesser. Also ich hatte jetzt schon gedacht, du nimmst halt ein spitzes, großes Küchenmesser. Natürlich, das größte Küchenmesser, was ich hab, aber... Alles klar, gut. Ach, David. Ich bin der Herr der Küche. Du redest immer so geschwollen. Ja, ja. Wenn Fremde dabei sind, ich verstehe das gar nicht. Also auch nicht bei allen, aber so manchmal, du hast gerade fürchterlich geschwollen geredet. Ich war kurz davor, dich zu fragen, ob ich dir helfen soll, den Stock aus dem Hintern zu ziehen. Ach, alles easy. Dann ist ja gut. Nur der Wichser soll hier. Ich bin übrigens ein paar Wochen weg. Was? Jo. So wo willst du hin? Bei dem, was du vorhast, ich muss leider unterbrechen, ist nicht klar, ob Wochen ausreichen. Das stimmt. Gut. Sie sagt trotzdem ein paar Wochen. Eine Klappflüge. Nee, aber ein paar Wochen sind halt auch mal dehnbar. 10. Du verstehst also langsam das Handwerk der Feen. Sehr gut. Also, ein paar Wochen ist keine genaue Anzahl. Gut. Das können auch 10 sein oder 20. Ja. Durchaus. Oder halt ein paar mehr. Ja. Nur wird es bei dieser Aussage natürlich nie jemand so verstehen. Das stimmt. Und wo geht's hin? Das weiß ich noch nicht. Er wetzt übrigens weiter, weil das muss sowieso gewetzt werden. Ist ihm aufgefallen. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Okay. Ja, ich werde den Winter suchen gehen. Links neben dem Herbst. Dritte Ausfahrt geradeaus. Wie willst du denn eine Jahreszeit suchen? Ja, das werde ich dann sehen. Meinst du nicht, du willst vielleicht einen Winterhof suchen oder so? Nein, ich will nicht den Winterhof suchen, da weiß ich ja, wo der ist. Oh, wo ist der? In Leipzig. Huh. Das stimmt doch gar nicht. Ja, aber Teile des Winterhofs. Nein. Hä? Hast du mir doch gesagt. Okay, ich meine, das. Okay, pass auf. Du hast ja genug gelesen. Ich möchte das nur klarifizieren, auch wenn es selbstverständlich nichts an deiner Entscheidung ändert. Der Winterhof an sich hat keinen Ort. Der Winterhof ist etwas, zu dem man sich eine Gemeinschaft, zu... genau. Genau. Das so. Weiß ich doch. Die Olle Baroness gehört dem Winterhof an. Entsprechend sind an ihrem Hof, ich weiß, das ist dumm, aber so ist es immer, in der Baronie eher viele Winterfeen. Und ich manchmal weiß. Tagt und manchmal lässt sie den Winterhof oder Teil davon bei sich tagen. Aber der Winterhof ist natürlich nicht dort, das kann er ja gar nicht sein. Ja, das weiß ich doch, aber ne, Mitglieder des Winterhofs sind dort. Ich wollte nur sicher gehen. Nee, ich habe das schon verstanden, dass es sich bei einem Hof, von dem wir sprechen, einfach nur um eine Gemeinschaft ähnlich gesinnter, gleichgesinnter Feen handelt. Okay, dann lautet meine nächste Ausrede. Ich musste sicher gehen, dass da jemand, meine Zuhörer, das versteht. Der ist ein bisschen blöd im Kopf. Ja, okay. Hörst du das, Alex? So redet er mit dir. Alex ist tot, Junge. Das machen wir nicht mehr in diesem Rollenspiel hier. Ach so, okay. Er heißt jetzt Paul. Günther. Nee, es muss ja irgendwas anderes. Günther und Günther. Außerdem Unisex mit unseren 7% weiblichen Zuhörern. Ja, du hast recht, ich kann direkt von Günther reden. Die sind quasi gleichberechtigt. Ja. Mhm. Gundolf. Das gefällt mir. Gut.
Naja, auf jeden Fall gehe ich den untersuchen. Okay, und das gestaltet sich schwierig, denkst du? Ja, wahrscheinlich. Okay. Und dann willst du eine Revolution anfangen, oder? Nee, ich will überhaupt keine Revolution anfangen. Das hat damit gar nichts zu tun. Diesmal hat es keine revolutionären Gründe und entstammt auch nicht meinem fehlgeleiteten Aktionismus oder richtig geleiteten Aktionismus, je nachdem, aus welcher Sicht man das jetzt sehen will, sondern tatsächlich einfach, weil ich glaube, dass ich das muss. Ich will es verstehen. Du bist also neugierig auf deine Schwestern und Brüder. Auf Gleichgesinnte. Was heißt gleichgesinnt? Und welche Schwestern und Brüder? Das hat damit gar nichts zu tun. Naja, also die Kinder des Winters halt. Und was es mit denen auf sich hat und wie die sich so verhalten. Ja, auch. Es geht sogar noch einen Schritt weiter, glaube ich. Aber ich bin nicht nur neugierig, wie sie sich verhalten. Ich will sie verstehen. Klingt plausibel. Hast du denn einen Anhaltspunkt? Also, ne? Nein. Dann wird's aber schwierig, oder? Ja, wahrscheinlich, aber ich sag mal, wenn das so leicht wäre, dann würden es wahrscheinlich mehr Leute machen. Naja, oder auch nicht, weil niemand den Winter mag. Naja, außer die Wintermänner. Kannst du jetzt auch Winter durch Frühling ersetzen oder so, aber trotzdem, vielleicht gehe ich auch irgendwann nochmal nach dem suchen, das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass ich möchte tatsächlich. Und wie beschreibe ich dir das am besten? Mit den Worten, die dir in einfallen quasi. Das sind wahrscheinlich die Zutaten, die du gerade hast. Ich möchte die Trommeln verstehen, die mit dem Nordwind kommen, und ich möchte auch die. Ich weiß es nicht. Den unsägbaren Hunger der Rotkappen verstehen? Ja, das auch. Nicht nur, okay. Aber ja, auch. Es ist eine Heresie, würde ich sagen. Also hier, ja. Das kann man ja, ist ja löblich. Wenn erst wenn man es versteht, kann man es auch vernünftig benutzen. Beziehungsweise auch. Es hat nicht mal was mit benutzen wollen zu tun. Ja, benutzen nicht, aber auch du kannst es dann besser verkaufen, ist auch das falsche Wort. Nee, vertreten. Ich glaube, auch darum geht's, glaube ich, nicht. Ich glaube, es hilft mir nur, einen Teil von mir selbst zu verstehen. Einen wichtigen Teil. Ich meine, ja. Ich bin keine Rotkappe, aber ich glaube, durch das, was ich bin, irgendwie schon. Und also, das klingt auch dumm. Egal, vielleicht verstehst du, was ich meine. Die Rotkappen sind ein Teil von dir. Genauso wie der Winter ein Teil von dir ist, beziehungsweise der Winter ein Teil der Rotkappen ist. Ja, doch, vielleicht. Und du bist halt das Orakel des Winters, also dementsprechend natürlich. Ich möchte den Winter der Rotkappen verstehen, genauso will ich den Winter der Slua verstehen und den Winter aller anderen Feen. Mhm. Denn ihr Winter ist ein anderer als der anderen und oder jeder. Weiß ich nicht. Ich fürchte, das muss ich irgendwie. Ich will es einfach verstehen können und mich selbst damit wahrscheinlich auch ein Stück weiter. Wenn du damit fertig bist, mit dem, wenn du die Slua hinter dir hast, die Rotkappen hinter dir, dann solltest du dir vielleicht auch die anderen angucken, wie sie den Winter sehen. Das habe ich doch vorhin gesagt. Also wirklich aller, ne? Also ich meine auch der. Da, wenn ich mir aller. Des Sommers. Den Winter des Sommers gibt es nicht. Nein, aber. Der Sommerwesen. Ich sagte ja den Winter aller, die ich finde. Ich werde nicht alle treffen und es wird sicherlich nicht bei allen gehen. Aber ich denke, ich werde erstmal mit denen anfangen, in denen er vielleicht noch am stärksten ist. Hm. Und die ich deshalb wahrscheinlich auch am leichtesten finde. Ich glaube nicht, dass es leicht wird, einen Winter-Eshu zu finden. Und ich glaube auch nicht, dass es leicht wird, einen, weiß ich nicht, Winter-Härtling zu finden. Aber
Ich glaube, das ist etwas, was ich vielleicht irgendwann mal treffen werde und aber dann vielleicht auch umso dankbarer dafür bin, wenn ich sie dann finde. Aber ich möchte erstmal mit dem anfangen, wo der Winter am prägnantesten ist und bei denen, die vermutlich auch deshalb irgendwie am ehesten dem Winter zugeordnet werden, weil ich die einfach auch am leichtesten finde. Mhm. Hast du schon mit dem Herrn Sattler gesprochen? Nein. Ich glaube, das solltest du tun. Warum? Ich glaube, mit ihm kann ich sprechen, wenn ich wieder da bin. Oder das. Aber vielleicht kann er dir die ersten Anhaltspunkte geben, wo du suchen kannst. Ich glaube, das muss ich selbst finden. Hm. Hättest du mir das eher gesagt, ich hätte dir was gebracht. Wegzehrung. Wegzehrung? Auch der Winter muss sich von irgendwas ernähren. Das weiß ich doch. Siehst du. Ich war auch schon was einkaufen, so ist es nicht, ich habe genug. Ja, ja, das ist ja nichts Vernünftiges. Nein, darum geht's auch nicht. Außerdem verfüge ich auch über Geld. Ich kann mir auch was kaufen. Es ging ich verfüge über Geld und Fremdsprachekenntnisse. Solange ich nicht im tiefsten Erzgebirge lande, werde ich mich schon verständigen können. Sagst du ein bisschen in der Nähe von Sachsen. Naja. Auf jeden Fall ist das mein Plan. Und ja. Mm. Ich muss da denken, mir einen Pulli mitzunehmen. Du solltest definitiv einige Sachen mitnehmen, ja. Bitte? Du solltest einige Sachen mitnehmen, je nachdem, wie lange du weg sein willst. Ja, ich kann ja auch waschen. Ja, und dann bald ist Winter, ne? Also ja, dafür im richtigen Sinne Winter. Jacke. Ich friere nicht so schnell. Wie du weißt. Ja, es geht ums Prinzip. Ja, ja, es muss nur so aussehen, als ob. Oha. Was denn? Solltest du in Niedersachsen vorbeikommen, sagst du Bescheid, ich gebe dir eine Adresse, da kannst du unterkommen. Alles klar. Obwohl, dann komme ich vielleicht auch vorbei. Alles klar. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich gehe. Ja, in Moskau kenne ich nicht so viele Leute. Ich werde in die Richtung gehen, in der es am ehesten nach Frost riecht. Dann würde ich sagen, Skandinavien? Ich kann kein Schwedisch, aber das hat mich noch nicht davon abgehalten. Die können aber alle Englisch. Stimmt. Ansonsten der Winterberg. Vielleicht ist das ein Hinweis. Bitte? Es gibt ja diesen Winterberg. Ja, wie gesagt, ich werde in die Richtung gehen, die am ehesten nach Frost riecht. Hm. Nun gut. Brauchst du noch irgendwas? Kann ich dir irgendwie helfen dabei? Nö, glaub nicht. Ein Gaskocher ist, glaube ich, aber das kriege ich auch noch hin. Ja, der Gaskocher, den haben wir quasi ja weggegeben. Ah. Ärgerlich. Das alte verrostete Ding von Toral konnte man ja nicht mehr gebrauchen. Ärgerlich. Spürst du das in letzter Zeit auch, dass man sehr schwer. Also, dass der. Ich weiß nicht mehr genau, wo der ist. Ich schreibe ihn mal, glaub ich, an. Wahrscheinlich ist der, weiß ich nicht, bricht der Eid oder sowas. Das wäre, glaube ich, gar nicht gut für ihn. Wenn der Eid bricht? Und auch wahrscheinlich nicht gut für uns, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was da mit uns passiert. Doch, warte mal, das hat uns jemand gesagt. Ich glaube, dann werden wir als erwachsene Feen behandelt. Das ist natürlich unpraktisch für uns, aber ich fürchte, damit werden wir leben müssen, denn so schnell finden wir ohnehin keinen neuen Mentor und ich weiß auch nicht, ob das noch passt. Du hast dich belesen, du bekommst einen Mentor. Ah, wir kriegen keinen neuen Mentor. Yay, dann sollte der Krams nicht prägen. Tja, du wirst es nicht verhindern können. Ich hätte schon gerne einen Mentor. Dann reiß ihm nach, solange du noch kannst. Das hat mit der Entfernung nichts zu tun. Das hat ja was mit Krams zu tun. Ja, mag sein. Ich weiß es nicht. Ah, das wird schon. Ich glaube da ganz fest dran, dass das entspricht. Na dann. Du musst ja einfach vielleicht davon träumen. Vielleicht hilft das ja schon. Keine Ahnung, wie das läuft. Kann sein. Gaskocher. War hier nicht irgendwo ein Baumarkt in der Nähe? Hier vorne, dann gleich links und dann fährst du 2 Kilometer einfach geradeaus.
dann auf der rechten Seite kommt dann dieser Praktika oder wie das Ding heißt. Ach, dich kann ich ja schon wieder nicht schicken, scheiße. Dann muss ich selbst fahren. Ja. Du hast einen Roller. Ja, eben. Damit fährt sie ja jetzt ich und kann kauft, ja nicht sich, alles. Kauft sich den Gaskocher und sie guckt immer direkt, ob sie noch so einen kleinen Topf hat. Oder ob der auch weggegeben wurde. Na, da hat er hauptsächlich seinen Kram weggegeben. Ach so. Dann müsste sie noch so einen kleinen Topf haben, so einen Metalltopf, den man da draufstellen kann. Dann holt sie sich einen neuen Gaskocher und eine Ersatzkartusche. Und 4 Kilo Tabak. Das ist am wichtigsten. Eigentlich bräuchte sie jetzt eine Pfeife. Das ist, glaube ich, auf Reisen sehr viel unpraktischer. Das stimmt. Nee. Ach, die packt dann ihren Kram zusammen, fotografiert noch den Rest ab und macht sich dann auf den Weg. Ah nee, sie verabschiedet sich noch von Sandro. Ja, du klingelst bei ihm, ne? Ja. Wird mindestens 3 Minuten dauern, wenn du die wartest, bis er kommt. 3 Minuten? Ja. Nee, so lange wartet sie nicht, da denkt sie, der ist nicht da. Ja. Ich meine, vielleicht hat er ja von innen gesagt, dass er gleich kommt und du ihm etwas Zeit geben sollst, aber du hast es nicht gehört. Ja. Nee, hey, so lange ist sie definitiv, so lange wartet sie nicht, sie denkt, er ist nicht da. Normalerweise geht das schneller. Mhm. Das stimmt. Sollte so einen Knopf geben für Lua, auf den die drücken können. Einen Moment bitte, ich komme sofort. Blinkt dann auf. Ich habe mir überlegt, wenn Lua zum Beispiel irgendwie am Hof sprechen und alle das hören sollen, dann kriegen alle so ein Hörrohr. Sehr schön. Na, erst dachte ich, ja, der kriegt halt einen Lautsprecher, aber das geht ja gar nicht. Also eine Flüstertüte. Weil flüstert ja trotzdem. Sophie. Mhm. Machst du erstmal auf dem Weg zur angegebenen Adresse? Ja. Das ist echt weit draußen. Schon fast im Saalfeld. Es handelt sich um eine Villa, die sehr heruntergekommen aussieht. Also was heißt sehr heruntergekommen? Das ist falsch, du hast den falschen Eindruck. Die ist modern, die ist bewohnt, die ist nicht alleingelassen, aber es sieht aus, als würde jemand dort wohnen, der sie nicht so bewirtschaftet und pflegt und auch nicht das Personal hat bei der Größe. Damit sie so aussieht, als müsste sie, als würde sie ins Ambiente passen. Aber es sind eh keine anderen Häuser in der Nähe. Sie hat Barnaby übrigens geholt, ne? Das war klar. Ja, du hast Barnaby geholt. Hast vermutlich den Roller auch stehen lassen einfach. Ja, ja. Den Roller hat sie stehen lassen, Barnaby geholt und Sir William halt. Ja, ja, klar. Und du siehst über den Zaun. Das ist natürlich ein spitzer Zaun mit der einen oder anderen Kamera, aber die scheinen inaktiv. Im doch recht großen Whirlpool vergnügt die dicke Meerjungfrau, die du schon mal gesehen hast, diesen Typ ohne Haare. Na doch, er hat ja noch so ein paar Haare. Herumplanschen und dabei singen mit einer hohen, übersopranen, wunderschönen Stimme, die den Raum ergreift geradezu. Es hat einen verführerischen Sirenenklang. Sie klingelt. Mhm. Ja, da wird irgendwann nach ein paar Minuten Kamal rauskommen. Er wird die Tür abschließen. Den Schlüssel legt er unter die Türmatte. Und guckt auf dich zu. Er hat auch einen Reiserucksack dabei, versteht sich. Sind wir soweit? Mhm. Halt die Klappe! Was hast du denn mit Sandros Kumpels zu schaffen? Erinnerst du dich, dass ich dir gesagt habe? Ach nein, das habe ich David gesagt. Ich habe einen schlimmen Fall von Meerjungfraubefall. Und eine Meerjungfrau aus dem Gewässer zu kriegen, wo sie sich wohlfühlt, da kämpfe ich lieber gegen die Heuschrecken. Hm. Habe ich übrigens doch nicht gemacht. Hm. Hier. Vielen Dank. Gut. Nur damit, das ist ja nicht mein erstes Mal, damit wir uns direkt richtig verstehen. Ich finde Gesellschaft auf Reisen bisweilen unterhaltsam. Und dann irgendwann verpisse ich mich halt. Und wie gesagt, der... Du, ich kann dich nicht immer gebrauchen. Naja, das war nett. Auf jeden Fall... Ne,
ich gehe auch meine eigenen Wege. Aber wir werden sowieso mal wieder über den Weg laufen müssen, weil, naja, die Sache verlangt's. Ja. Ja, gut. Achso, du hast kein Ziel. Sie streckt die Nase in den Wind und guckt, wo es am ehesten nach Frost riecht. Geradeaus. Da lang. Das dachte ich mir. Das ist die beste Reise. Dann wird sie losstiefeln. Ihr lauft erstmal eine Weile am Ufer entlang. Ihr seid jetzt schon im Saalfeld. Und das Erste, was dann nach ein, zwei Stündchen deine Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist ein, das ist so eine Art Trailerpark, ist voll der falsche Eindruck. Ein paar verlassene Schrebergärten und verlassene Wohnwägen, die selbstverständlich, dort haben Leute ihren Müll hingekippt. Dort ist bestimmt schon seit Jahrzehnten keiner mehr gewesen, außer so ein paar Jugendliche umzusaufen oder so, Kindermutproben, all sowas. Es ist halt nicht der erhebendste Anblick, aber okay. Und dort siehst du, mit deinen Adleraugen und deswegen, weil Sir William Nikefisher direkt darauf zufliegt, deine erste Kreation in diesem Leben. Sophie hat übrigens ein neues Skizzenbuch. Mhm. Das hat sie mit. Das braucht sie. Du, was selbstverständlich ist, ist, dass dein chimärisches Skizzenbuch unendlich Seiten hat? Ja, das ist okay, aber sie hat auch ein normales. Ja, ich wollte nur das nochmal zur Richtigstellung. Mhm. Gut. Auf jeden Fall, die Kolonie von Schrotgnomen, die dort ist, scheint technologisch sehr viel weiterentwickelt zu sein als die lächerliche Zivilisation, die du damals gesehen hast. Sie haben Maschinen, die hauptsächlich von Hand und damit meine Sklavenhand betrieben werden. Aber sie verstehen immerhin Sachen wie den Flaschenzug ausnehmend gut. Sie errichten kleine Gebäude für sich. Sie haben offenbar Schiffe, die auf der Saale schippern. Da sind welche angelegt. Sie wirken etwas klobig. Und durchaus, die sind nicht klein, die Schiffe, ne? Die sind so groß wie eine Menschenschaluppe. Bloß für die Schrottgnome ist es dann natürlich der Größe von einem Kreuzer im Wesentlichen. Klobig, zum Teil mit sehr viel Improvisation irgendwie zusammengepflegt, denn Schrott und Schutt muss man irgendwie erstmal zusammenkriegen. An ihnen prangt ein Wappen. Darauf ist das Konterfeil eines einzelnen Schrottgnomes zu sehen, der noch sehr viel kantiger im Gesicht ist als jeder andere. Ich weiß, das ist schwierig, weil die ja aus Metall und sowas bestehen und aus Brocken. Aber der ist noch kantiger, okay? Ist auch der einzige Schrottgnom, den du siehst, zumindest auf dem Bild, der einen Bart hat. Es ist ein wirklich perfekt geschnittener und prächtiger Backenbart. Aus Stahlwolle? Aus Stahlwolle! Aber natürlich gepflegt. Also nicht irgendwie so ein Busch, sondern, ne, so. Und das auf den, das würde er sich gar nicht trauen. Sir William Van Eyckfescher lässt sich da auf so einer kleinen Laube auf dem Vordach da aus den Urteilenden nieder und besieht sich eine kleine Statue, die ist für dich hüfthoch, was also ungefähr 4 bis 6 Mal die Höhe eines Schrottgnomes ist. Es ist eine Statue, wo nochmal dieser eine Schrottgnom, der sehr viel breiter gebaut ist als alle, die du siehst, mit einem stattlichen Mantel und allerlei Krimskrams, Umhang, ja, Beinschienen, alles drum und dran. Dieser hält also die Erdenkugel in seiner Pranke, also eher in seiner großen, starken, männlichen Hand. Und er drückt sie an den Seiten so ein bisschen ein. Das sieht dann aus wie ein Gummiball tatsächlich. Und dann ist dein Bildnis, dein Abbild daneben, wie du die Hand grazil und majestätisch über die Erdenkugel hältst, ohne sie zu berühren, mit dem Blick in den Himmel. Die Augen von dir haben sie natürlich nicht hinkriegen können, deswegen wirken die sind halt tatsächlich schamlos gewöhnlich. Es sind halt einfach zwei Metallstücke eingesetzt, nicht mal unterschiedliche Farbe. Blasphemie. Trotzdem sieht Sophie das und freut sich erstmal tierisch und geht hin.
Mhm. Wenn du näher kommst, blicken die beiden zu, blickt die kleine Kolonie geschlossen, man tippt sich gegenseitig auf die Schulter an. Und dann werden ein paar, wird sich eine Reihe bilden, auf der du zwischen der du dann quasi hindurchschreiten kannst. Und nacheinander werden sie die Köpfe neigen und die Köpfe wieder heben, ihre Schrutzen, das funktioniert nicht, ihre Schrutzen, ihre Schrüte werden sie in die Luft werfen und dann wieder auffangen. Aus den Fenstern, manche Behausungen, werden kleine, sehr kleine Schrauben geworfen auf euch, wie sonst Blüten. Und es allgemeiner Jauchz und Jubel. Sophie dreht sich so halb zu Kamal und die haben sich echt gemacht. Was sind das für Wesen? Das sind Schrottgnome. Schrottgnome, natürlich. Warum bist du ihre Göttin? Weil ich sie damals gefunden habe. Oh. Ja, da waren es noch Schrottgnome und Schuttgnome. Da haben sie sich bekriegt und irgendwer musste Frieden stiften. Dann haben sie sich zusammengetan. Die erste Parole, die sie geschrien haben, war Friede durch Vernichtung. Aber darüber scheinen sie mittlerweile hinaus zu sein. Das möchte ich doch sehr hoffen. Sie wirken doch aber sehr militärisch, wenn ich mir das ansehe. Naja, du hättest sie mal vorher sehen sollen. Ha. Huh. Mhm. Immerhin sehe ich doch einiges an Schruttketen. Hm. Verdammt, Schrussketen. Schrussketen, ja. Ein militärisch gekleideter Schrottgnom mit zackigen Gang wird dann am Ende der Reihe mit seinen Handschuhen hinterm Rücken, also den Arm verschränkt hinterm Rücken, auf euch warten. Große Vereinerin! Ihr besucht uns, das freut das Imperium der Schrottgnome wirklich sehr. Wir leider wussten wir nichts von eurem Kommen. Wir hätten sonst den Schrimperator gerufen. Scheiße. Den Schrimperator gerufen, damit. Ich meine, ich bin ein einfacher Offizier, ihr braucht jemanden, der euch auf Augenhöhe begegnen kann. Soll ich schnell einen Boten senden? Er könnte bestimmt in wenigen Schrunden hier sein. Oti, wie spät ist es denn? Also ist es Zeit für die Nachtdingens? Ist es schon zu spät, oder? 18, 19? Ist schon dunkel. Hm. Ach, warum nicht? Du, geh, sei ein Patriot, so schnell du kannst, wenn du Beine, Schrauben, Muttern verlierst auf dem Weg. Es ist egal, es geht hier um das Große. Der Schrimperator muss Bescheid wissen. Die große Einerin ist hier, um uns einen Besuch abzustatten. Und du, putz deine Schuhe. Deine Füße. Deine Füße. Ich kann es nicht mit einem, sonst wird es zu heftig. Putz deine Füße. Wenn ihr mir erlaubt, ein kurzer Rundgang. Es ist nur eine kleine Kolonie, aber wir sind doch zumindest stolz. Da hinten ist unser Schreuzer. Er ist zur Befriedung ganz gut geeignet. Wir haben hier ein kleines, ein recht unterentwickeltes Dörfchen von Schuttwichteln vorgenommen und haben sie zu echten Patrioten gemacht. Sophie nickt wohlwollend. Sie sind gleich da hinten im Erziehungs- und Bildungsblock. Sie lernen die Wege unseres Schrimperiums und werden schon bald feine Bürger sein. Sophie muss sich in Kichern schon ein bisschen verkneifen. Oh, was für eine Überraschung. Die Deutsche hat Faschisten geschaffen, sagt Kamal. Apparently. Amerikanisierte Faschisten. Leichte Weltmacht. Na, ich hoffe mal, die wachsen nicht. Die Britin, ich werde auch sehr bitten dürfen. Entschuldige bitte. Die Englanddeutsche. Sie ist halt immer noch die Queen, also, ne? Also, kein Wunder, dass sie ein Imperium aufbauen. Er wird euch dann, wenn du das erlaubst, kurz durch den Bildungs- und Erziehungsblock führen, wo Schuttgnome zu feinen Patrioten werden. Sie haben
die Wahl, ansonsten das Imperium zu verlassen. Es gibt leider, wie er dir denn erzählt, immer wieder Keimzellen des Widerstands, Terroristen, Freidenker und dergleichen. Aber nach dem Willen des Schrimperators weiß man, mit ihnen umzugehen. Auch fremde andere Chimären haben sie bereits in ihr Imperium aufgenommen. Natürlich ist ein Erziehungsprozess nicht so einfach wie bei Schuttgnomen. Die sind ja quasi schon die Hälfte. Da fehlt nur noch ein bisschen Schrott. Aber zum Beispiel haben sie eine Kleinstfamilie von Saalpinseln irgendwo gefunden, die jetzt feierlich, fröhlich, frisch, fromm, fröhlich, frei als echte Bürger des Schrimperiums voller Freude und tatsächlich, wenn du die siehst, die sind gut gebrainwashed, dafür zuständig sind, dass jemand quasi immer das Siegel und Wappen des Schrimperators auf die Dinge malt und sowas. Die scheinen generell anders mit anderen umzugehen als früher, sag ich mal. Das wird noch. Mhm. Nicht nach wenigen Stunden, sondern nach 2 Minuten, Schrunden waren es ja auch, wird dann ein kleineres Schiff anlegen. Es ist ungefähr so groß wie 3 Bierkästen. Und selbstverständlich steht am Bug der größte aller Schrotgnome. Er ist ungefähr 1 Zentimeter größer als der Rest. Mit diesem Bart aus Stahlvolle und seinem wehenden Umhang. Jetzt ist dieser Umhang selbstverständlich aus irgendeinem, was man bei Käfigen zum Beispiel hat, Tierkäfigen, dieser Maschendraht, dünn geflochten, ne? Ja, Kaninchendraht. Kaninchendraht nennen wir das jetzt. Der mit Dämmstoff quasi ausgekleidet. Das heißt, es sind ein paar Patrioten dafür zuständig, sich darunter zu legen und ganz kräftig zu pusten, damit das auch in Wallung gerät. Sie machen das gut und man wird es ihnen vermutlich danken. Er wird also dann anlegen und mit gemessenem Schritt und wohlwollendem Blick über seine neue Kolonie auf dich zukommen. Nicht nur 2 Gäste, die große Vereinerin. Willkommen, willkommen in der 4. Kolonie des Schrimperiums. Ich möchte euch und euren Begleiter einladen zu ein wenig Schraubenwein. Was? Schraubenwein. Öl. Danke. Er wird auf dich zugehen und dann wird er den Arm anwinkeln, wie jemand, der erwartet, dass du dich einhakst. Das ist schwierig, weil er ungefähr 10.000 Meter kleiner ist als ich. Überschlagen. Mhm. Die Schrotgnome gucken erwartungsvoll. Willst du den Schrimperator blamieren? Selbstverständlich werde ich das nicht tun, aber das ist sehr unbequem. Nimm ihn einfach auf die Hand. Oh Gottes Willen, bist du irre? Sophie schaut ihn an, geht kurz in die Hocke. Aber nein. Das ist zu viel der Ehre. Außerdem werdet ihr mir doch erlauben, aufrecht zu gehen, nicht wahr? So war es schon immer der Wille des Schrimperators. Jawohl, der Schrimperator, erlebe hoch! Naja, hat er nur ein bisschen Ehre verloren. Schade, dass ihr euch nicht kleiner machen könnt. Er wird dann mit dir etwas weiter weg gehen. Also es gibt da so eine für Schrottwichtel passende Aufstiegsmöglichkeit zu einem der Wohnwagen, wo dann quasi eine Terrasse ist, wo dann die feinen Gäste dieser Föderation dort, das wär's ja gar nicht, also wo feine Gäste offenbar sitzen. Du kannst mit etwas Kletterei und Hilfe von Kamal da auch locker hochklettern. Dann werde ich das tun. Ja. Kamal blickt dann so ein bisschen, da oben sind natürlich ein paar militarisierte Patrioten mit Schussketen und Kamal scheint dann zu überlegen, ob er ebenfalls da hochkommen soll, wird aber dann vom Gesichtsausdruck, und ja, den haben sie inzwischen, offenbar entscheidet er sich dazu, dass er woanders erstmal bleibt. Er ist ja auch nur niederes Volk. Er ist nur deine Begleitung und da oben hat nur die Elite Platz. Der Schrimperator wird dann
von einem Handlanger zwei winzige Schälchen entgegennehmen. Es handelt sich um brackiges Saalewasser mit ein wenig von Chemieabfällen, vielleicht Fit oder sowas, das im Sonnenlicht schöne Regenbogenfarben macht, generell aber eher ungesund scheint. Was, das ist Schraumwein, das kann nicht ungesund sein. Es ist auch tatsächlich nur ein winziges Schälchen. Ja, und das Feinste, was die Schrotgnome zu bieten haben, das muss eine gute, muss ein erlesenes Getränk, muss das sein. Ja. Also kippst es hinter, sagst du? Ja. Denn weniger als hinterkippen kannst du ja nicht. Na, du trinkst brackiges Saalewasser mit so ein bisschen Fit oder sowas drin. Na, ich werde ja nicht mehr krank, ich bin ja eine Fee. Abgesehen davon ist es eine Menge, die jeder verträgt, auch wenn es eklig ist. Ja. Natürlich wird sich nach und nach die restliche Elite, die da oben sitzt, entfernen. Denn das ist jetzt eine Zeit, wo wirklich nur die Höchsten da sitzen dürfen und auch die anderen Bediensteten treten erstmal weit in den Hintergrund. Eine besondere Ehre, Einerin. Aber seitdem ihr zwei starke Völker geeint habt, ist viel Zeit vergangen. Seitdem ihr an jenem schicksalshaften Tage mich, den Schrimperator, ausgewählt habt, dieses neue Volk zu Größe und Glanz zu führen, ist einige Zeit vergangen, wie niemand zu bezweifeln, nicht nur zu bezweifeln wagt, wie kann er es bezweifeln, wo es doch die Geschichte schreibt? Auf jeden Fall, in all dieser Zeit gab es natürlich immer wieder kleinere Probleme mit Leuten, die versuchten, einen für sie unrechtmäßigen Platz einzunehmen, den meinen. Eine Zeit, wo ich harte Entscheidungen treffen musste zum Wohle unseres großartigen Schrimperiums. Und wo der kleinste Wink von Schwäche an mir den Untergang für alle Schrotgnome bedeutet hätte. Nun möchte ich also fragen, seid ihr hier, so wie es vorausbestimmt war, um den endgültigen, göttlichen Wink zu geben, dass hier ein rechtmäßiger Herrscher sitzt? Sie legt ihm die Hand auf den Kopf. Das sieht von da unten keiner, ne? Ich weiß nicht, ob das für die anderen gemacht hast, aber... Nein, für ihn, als Bestätigung. Ach so. Ich freue mich. Ich freue mich wie an jenem Tag, als ihr mit dem Finger auf mich zeigtet und sagtet, das ist der, euer Anführer, ein Mann wie Stahl. Ein Mann bereit, für eine glorreiche Zukunft aller Schrottgnome zu sorgen. Sophie erinnert sich nicht daran, aber sie wird das schon gesagt haben. Niemand kann was für deine Vergesslichkeit. Es steht in tausenden Geschichtsbüchern, die alle im Bildungs... Nicht Lager... Block... eingetrichtert werden. Das kann nicht falsch sein. Bildungszentrum. Block. Natürlich nur, weil es traditionell in Blockform gebaut wird. Wie auch immer. Ich verspreche, dass ich das Schrimperium zu noch eherner Größe führen werde. Wenn einst die Ufer dieses Flusses uns gehören, dann breiten wir uns auch ins Landesinnere aus und erschließen neue, noch herrlichere Flüsse. Und glaubt mir, ich bringe Ehre für unser Volk, für die Völker, die freiwillig und voller Freude sich uns anschließen. Und auch für mich, denn mein Blick ist nicht nur gerichtet auf das Hier. Mein Blick richtet sich letzten Endes zu den Sternen. Für noch mehr Patrioten, noch neuere Völker und noch größere Welten, die eines Tages Teil dieses wundersamen Imperiums, Schrimperiums sein können. Ihr habt meinen Segen. Ich danke. Wie also kann das Schrimperium euch dienlich sein? Indem ihr meinem Begleiter und mir eine Unterkunft für die Nacht zur Verfügung stellt? Das lässt sich einrichten. Es wird sicherlich noch ein paar Schrinuten in Anspruch nehmen. Wir sind nicht eingestellt auf so große Gäste. Aber hier gibt's ja genug Gebäude. Kein Problem.
Natürlich, ich werde sofort ein paar Schrottgnome beauftragen, für Ordnung zu sorgen. Braucht ihr irgendetwas Spezielles? Ich bin mit den göttlichen Wesen wenig vertraut, was sie brauchen. Ich nehme an, selbstverständlich ein wenig Schleifpapier zur personellen Hygiene und... Nein, erstmal nichts weiter außer einem trockenen Platz zum Schlafen. Ich möchte nicht respektlos sein, ich hätte einfach den Vorschlag. Ich bin ein praktischer Mann. Ein praktischer Gnome. Dass wir euch einen Raum zeigen, der vermutlich groß genug für euch ist. Und ihr macht einfach ein paar Kolonisten ein paar Anweisungen, was noch zu tun ist. Gut. Selbstverständlich. Er wird dann aufstehen. Huldvoll gestärkt von deinen Worten. Befriedigt in seinem Egozentrik. Hehehehe, ich war soweit. Und auch noch angestachelt in seinem Größenwahn. Wird dann also hinuntersteigen. Das Volk wird wieder ihn feiern, denn so steht's im Gesetzbuch. und selbstverständlich ist es auch der Traum eines jeden. Und er wird dann noch kurz eine Rede halten. Wie großartig es ist, dass du und dein Begleiter da wart, um noch einmal hier Bestätigung zu bringen, dass das Schrimperium auf dem rechten Wege ist, dass die Träume nicht unerreichbar sind, dass es immer noch einen nach vorn gibt und dass die Methoden des Schrimperiums die richtigen sind. Friedfertige Methoden, wirtschaftlicher Handel, Assimilation durch dieses Vorzeigen einer aufrechten und funktionierenden in einer guten Gesellschaft und zur Not auch durch militärische Zwecke, wenn halt Feinde des Imperiums terroristische Zellen irgendwo auftauchen und den einzelnen Bürgern, gerade dir, du da hinten, wenn sie dir schaden. Also, nachdem diese Sabbelei beendet ist, du weißt, bei Imperatoren kann das ein bisschen dauern, er ist wenig selbstverliebt. Oder so. Ist quasi noch so halb erwartet, denn es gibt noch kein Gejaude vor Freude, dass du nochmal bestätigst, dass er der Geiste ist. Naja. Wie machst du denn das so? Ich gebe ihm die Hand auf die Schulter. Okay. Dann werdet ihr kurz gefeiert. Und übrigens bei der Statue, du bist nur wenig kleiner als der Schrimperator dargestellt. Maximal. So. 5 mm. Okay. Vielleicht ein Zentimeter. Zentimeter bin ich ja so groß wie jeder andere Schrottgnom. Nein, die Statue sind ja hüfthoch. Ach stimmt. Okay, nee, dann ist es in Ordnung. Die sind quasi gigantisch. Weißt du, wie viele Sklaven dafür sterben? Freiwillig. Wie viele Sklaven haben. Sich aufgeopfert haben. Was, Sklaven ist ja auch der falsche Begriff. Leute, die sich gemeldet haben, um dieses ehrenvolle Handwerk zu begehen und die leider so begeistert waren, dass sie sich in den Tod gearbeitet haben und die geehrt wurden als wahre Patrioten. Also, man wird dir irgend so ein Dreckchen Booster zeigen. Ein paar Kolonisten einfache werden natürlich fragen, ob dir das auch nicht so sauber ist und so, ob da vielleicht noch ein bisschen mehr hier und da, weil das Ding sieht eigentlich ganz halbwegs vernünftig aus. Man könnte sicherlich irgendwelche Kiesel herbeischaffen. Ein wenig Sand von der Saale, wenigstens ein paar Spritze öde Stink. Nein, genau so wie er ist. Da werden sie noch einmal mehrmals sagen, wie... Wie erstaunlich ist es, dass ein göttliches Wesen, die große Einerin, auch so anspruchslos ist und dass sie sich aber freuen, den anderen Aufgaben des Schrimperiums jetzt schneller nachgehen zu können, dass du aber willkommen bist, solange du willst, in jeder Kolonie und selbstverständlich im Zentrum der Macht in Halle. Und wenn du dann mit Kamal da reingehst, lassen sie euch auch erstmal in Ruhe, obwohl natürlich denn so steht's ja verordnet, noch ein bisschen draußen gefeiert wird. Lieder werden gesungen. Es sind hauptsächlich, das muss ich noch anmerken, es sind Lieder, die von tief dröhnender Bassstimme, die kein Wesen dieser Größe hervorbringen könnte. Es sind so Militärchöre. Selbst die weiblichen Schrotgnome, sowas haben sie mittlerweile auch, singen natürlich mit dieser Stimme. Und die sind halt, ne,
so wie Militärchöre halt sind, auch vom Inhalt. Die hören auch nicht auf bis nächsten Morgen. Wie nervig. Die werden dann nur am Ende ein bisschen quietschiger und ne? Aber gut. Lustige kleine Biester. Lustige kleine Biester, ja. Ich weiß nicht, ob ich mir Sorgen mache. Ich will nicht immer auf meinen Reisen irgendwie dann Besucher des Imperiums sein und mich deren Gesetzen unterordnen. Hast du mal deren Gesetze angeguckt? Nee, bis jetzt nicht. Als ich sie zum letzten Mal gesehen habe, gab es noch keine Gesetze. Da gab es nur Friede durch Vernichtung. Ah. Wir halten uns nur an den rechten Weg. Eine Schraube nach links zu drehen ist falsch und Blasphemie. Wer nach links dreht, der soll... Warte. Der soll dekonstruiert werden. Klingt in der Tat ein bisschen militant. Naja. Ich meine, es ist ja eine vernünftige Regelung. Ja, mal gucken. Vielleicht entwickeln die sich noch weiter. Wenn sie jetzt mehr Handel treiben. Ich bin gespannt. Ich auch. Aber vermutlich breiten die sich extrem langsam aus. Die sind nicht so groß. Und sie müssen ja tolle Gebäude bauen. Und die Statue. Wusstest du, dass es einen Monat gedauert hat, die Statue zu bauen und dass sie keine Wohnung für irgendjemanden gebaut haben? Kein Gerät für irgendwie das Nötigste, sondern erstmal nur die Statue. Nee, jetzt fühle ich mich sogar ein bisschen schlecht. Ich find's super witzig. Was brauchen die in Wohnung? Der Regen macht ihnen ja nichts oder sowas. Doch, sie könnten rosten. Aber das finden also, die gut. Ich glaube, das ist bei denen ein Schönheitssymbol oder sowas. Nee, ich glaube, es ist einfach ein natürlicher Altersprozess. Oder das, ja. Und das ergibt auch irgendwie Sinn, weil in jeder Gesellschaft können die Reichen und Schönen die zumindest die äußeren Altersprozesse ja besser verstecken. Ha? Und deswegen ist vermutlich auch der Schrimperator aus Edelstahl gebaut. Das kann sein, ja. Hättest du nicht jemand anderen trotzdem auswählen können? Oder hättest du nicht damals sagen können, ich sehe vor mir die glorreiche Demokratie? Oder zumindest, keine Ahnung, irgendeine andere Regierungsform? Du, ich habe damals nie irgendwas ausgesucht. Ich habe den Typen noch nie gesehen. Ich weiß nicht genau, wo die ihre Geschichtsbücher herhaben, aber... Von ihm? Von ihm wahrscheinlich. Nehme ich mal fast an, aber ich finde es ein bisschen witzig. Ja. Das wird sich bestimmt noch weiterentwickeln. Ja, irgendwann kommt die große Revolution. Oder es sind dann so viele unterschiedliche Wesen Teil dieses Schrimperiums, dass es einfach sich selbst kolonialisiert und dann driftet das immer mehr auseinander. Irgendwie sowas wird vermutlich passieren, aber ich werde es hoffentlich noch erleben. Nichtsdestoweniger habe ich diesen Typen nie als Imperator auserwählt. Wie gesagt, als wir sie das letzte Mal gesehen haben, waren sie in einem blutigen Krieg verwickelt zwischen Schrottgnomen und Schuttgnomen. Und Gott, das war ein Leichenberger, das glaubst du gar nicht. Nichtsdestoweniger... haben sie sich dann halt irgendwie zusammengeschlossen und sind dann mit wehenden Fahnen und erhobenen Fäusten davon gesprescht. Da gab es noch keinen Anführer. Irgendwie haben sie sich zusammengeschlossen. Ich habe keine Ahnung, warum ich die große Vereinerin genannt werde. Naja, ich wollte es in diesem Gemetzel vielleicht beenden. Ja, sicher war das ein Ansinnen. Kennst du denn eigentlich den Leitspruch, der quasi diese die Ausbreitung, die Ausdehnung, die Expansion, ist doch das richtige Wort, die Expansion und den Imperialismus dieses Imperiums quasi antreibt? Oh, oh. Die große Einerin sprach auf zu neuen Schrufern. Auf zu neuen Schrufern, ja, das habe ich tatsächlich gesagt. Sie nehmen das übrigens sehr wörtlich. Sie gehen immer nur von einer Seite des Flusses zur anderen, bis sie was Passendes finden und können dann nicht wieder ein paar 100 Meter weiter auf derselben Seite des Flusses, ne? Weil neue Schrufer muss immer abwechselnd. Ah, cool. Ja, das habe ich tatsächlich gesagt, auf zu neuen Schrufern. Bürokratischer Albtraum. Muss ja 1000 Meter vorher berechnen, wo du überall deine Kolonien setzt, damit das noch mit dem Zickzack hin funktioniert.
schult den Geist. Mhm. Und gibt Möglichkeiten für ausreichend Bestechung und so weiter, ist ja auch wichtig. Na klar, irgendwie musst du sowas doch am Laufen halten. Ja, und ohne ausreichend Korruption Kann es kein Schrimperium geben. Ja, du brauchst ja eine ordentlich große Spalte zwischen Arm und Reich, damit das auch im Schrimperium bleibt. Richtig. Ja. Denn so ist es der Wille des Schrimperators. Genau. Und dadurch genügen Keimzellen für die Revolution, die irgendwann unweigerlich kommen wird. So ist es. Wenn der Schrimperator gestürzt wird. Mhm. Was kommt denn danach? Es sei denn, er schlägt alles blutig nieder. Der Schrabst. Vielleicht, weiß es nicht. Was soll denn ein Schrabst sein? Ein Schrabst, na, der religiöse Führer. Der Schrabst, jetzt habe ich es verstanden. Na klar. Natürlich, ja, die Rückkehr zur Religion. Na klar, Opium fürs Volk und so. Das nächste autokratische System, das ist ja ein großer Unterschied. Ja, das ist doch normal. Das hätte ja auch, weiß ich nicht. Die Schrimokratie? Soweit sind die noch nicht. Nee, ich dachte eher so eine Terrorherrschaft wie nach der Französischen Revolution von irgendwelchen Saftsäcken. Ja. Oder eine Militärdiktatur oder so. Ja, möglich, alles möglich. Hm. Vielleicht ist es dann einfach auch ein Schrat des Schradels. Möglich. Hm. Schranarchismus. Das kann keinem Schrimperium gut tun. Natürlich nicht. Ich glaube, wenn es meine, also das jetzt mal, also ich bin ja das Orakel der Straße. Meine Vorhersage lautet, es wird zur Revolution kommen, es wird eine Weile lang Schranarchismus sein und dann wird so viel Krieg sein, dass die ganze Schrinfrastruktur zerstört wird, die Leute nicht mehr miteinander kommunizieren können und dann die einzelnen Kolonien eigene kulturelle Identitäten ausbilden und am Ende sich sogar alle wieder zurückentwickeln zu Schutt und Schrott genommen, die dann irgendwann mal, weil sie wieder den technischen Fortschritt so weit geschafft haben, dass sie sich begegnen können, Krieg anfangen. Never ending story, sagst du. Ich fänd das, ja. Nee, das gefällt mir nicht. Nicht allen gefällt der Lauf der Zeit, das ist meine Prophezeiung. Höre und verbreite sie. Denn sie ist das Wort des Traums. Nee. Ja gut, vielleicht hat er sich auch versprochen, wer weiß das schon. Kann sein. Ich hoffe, ich auf jeden Fall erstmal hin. Du hast, bitte sag mir, dass du an die notwendigsten Sachen gedacht hast. Was definierst du denn jetzt als notwendigste Sachen? Das nehme ich erst, ja. Gut. Ich hau mich hin. Mach das. Morgen will ich weit kommen. Vielleicht sogar mit dir. Gucken. Dann würde er kurz in das Restbad gehen. Es sackt ein bisschen ab in diesem Wohnwagen, wenn er da reingeht, aber scheint noch zu gehen. Und du hörst noch von außen einen lauten Knall und dann: Oh! Ich wurde von der Einerin gesegnet mit einer göttlichen Enthauptung. und dann werden zwei Teile eines Schrotgenoms weggezogen. Und dann beenden wir den Spielabend. Beauty. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. Thank you.
Hallo Leute. Der geübte Beobachter wird sich fragen, warum war denn David nicht bei den Schrotgnomen? Der hat die doch mitgedingst. Hat er nicht. Er hat sie nicht erfunden und er hat sie nicht geeint. Das war tatsächlich ja beides Sophie. Man könnte mutmaßen, dass die widerliche Terrormiliz, der unnötige Widerstand, dass das vielleicht die Überreste sind, die David bei den Schrotgnomen hinterlassen hat. Einfach weil ja der schon damals irgendwie Frieden und hier, ne, Einigung wollte. Also Einigung ohne Krieg. Lappen. Naja. Kann man nichts machen. Auf jeden Fall, das ist das Einzige, wo man ihn sich hätte reindenken können. Ich werde versuchen, weiterhin 2 Folgen pro Woche zu bringen, solange Sophie unterwegs ist. Ich verspreche nicht, dass es funktioniert, aber ich versuche es, weil es, glaube ich, war besser, als wenn wir dann einfach David und einmal Sophie haben und auf keinen Fall deswegen, weil ich so krass im Rückstand bin. Nee, es geht noch. Ist alles gut. Oder so. Bis zum nächsten Mal.